sei unsere Winkelkatze. Previously on Freak Show. Musik. Offen und freundlich, nicht aber ungläubig. Fröhlich und frech, kämpft es auch für dich. Leben im Netz unter Domains und Foren. In jedem Rechner, da ist es zu Haus. Internet gibt es hier und dort und überall. Es ist für dich da, wenn du es brauchst. Das ist das Internet. Lasst euch entzaubern von jedem Geheimnis. Die Daten bringen die Kraft, das Abenteuer lacht. Gemeinsam könnt ihr so viel mehr noch erleben. Komm doch hierher und mach einfach mit. Internet gibt es hier und dort und überall. Es ist für dich da, wenn du es brauchst. Das ist das Internet. Das ist das Internet. Das festigt meinen Entschluss, doch was mit Holz zu machen. Ja, das ist in der Tat. Hast du was gegen unsere Internetbank? Richtig. Ich habe noch was vergessen. Ja. Hallo und herzlich willkommen zur Freakshow Nummer 239, wenn ich meiner Zeitrechnung Glauben schenken darf. Mit den Freakstars, Freakshow Allstars. Mit den Freakshow Allstars, wir haben alle Stars für euch zusammengesammelt, hier live auf dem Chaos Communication Camp 2019 in Miltenberg. Ja. Wie man hören kann. Wir haben sogar Tellerkopfschrauben. Mit jetzt neu. Und übrigens, ihr könnt uns gar nichts. Rostfreier Stahl, nicht diese verzinkte Scheiße, mit der du da angekommen bist. Was? Gib mal einen. Ich hab auch Tellerkopfschraube. Ja? Ich bin Tems Hinweis und rostet gefolgt. Nicht. Meine rostet auch nicht. Ich weiß gar nicht, was du willst. Meine sind nur verzinkt? Ja. Wie, du hast nicht das unten rechts Modell? Nur. Tim? Da also, gibt's noch ein Upgrade. Schon haben wir den Sendungstitel. Nur verzinkt. Naja, gut. Ich bin immer für ich bin immer für ein Upgrade zu haben. Na gut, bevor wir zu den Details des Glampings kommen, möchte ich euch erstmal herzlich begrüßen. Wir haben alles zusammengekratzt, was die Freakshow so in den letzten Jahren hervorgebracht hat. Nein. Außer Max. Lass doch mal den Tim erst uns alle vorstellen. Okay. Das war mein Ziel, Clemens. Ja, ja. Hau rein. Du willst doch, naja. Letty, womit fangen wir denn an? Dir. Mit mir? Ja. Okay, also ich bin also Tim. Also Timme, wie immer. Ja, genau, Timme, wie Clemens immer. Clemens zu meiner Rechten. Dennis auch, wie immer. Ein Original Dennis. Ja, du darfst weitermachen. Clemens, Clemens hat Zeit. Ja, also ist ja auch toll, genau. Zeit, dass du Zeit hast. Sein Sofa ist am Stromtank bestimmt. Also Letty ist da. Hallo. Letty ist da. Hallo. Was mit dem Zwischenapplaus? Ja. Roddy, das geflügelte Einhorn. Der geflügelte Gallier. Roddy von Unicornia. Genau, Unicornia. Oha, ja, okay. Village of Unicornia. Das mit den Einhorn, das hat ja auch so eine gewisse, wie soll ich sagen, Verdichtung erfahren auf diesem Camp. Auf jeden Fall, auf und jeden das Fall. Ist auch gut so. Ja, das ist auch gut so, da müssen wir auch gleich drüber sprechen. Weiter geht's mit Hucke. Hucke die Huck. So läuft das hier. Und dann haben wir noch Thala. Die Datenthala. Die Datenthala. Und Michi ist auch dabei. Hallo. Alles für euch. Alle 8 Ports ausgereizt. Aber Tim, da fehlt noch jemand. Was? Ja, wir müssen natürlich Rainer noch erwähnen. Wo ist denn Rainer? Auch Rainer. Was? Der ist da links. Guck mal, da hinten winkt einer im Dunkeln. Noch, mach das nochmal noch bitte, Rainer. So, ja? Das ist also mehr. Da. Ganz, ganz scheues Reh. Aber hat in den letzten, ich weiß nicht wie viel, 350.000 Folgen bereits Intros geliefert, Previously's geliefert für die Freakshow.
Und wir haben sogar den Flo gleich auch noch daneben, den kannst du auch gleich nochmal anleuchten. Guck mal, da, jetzt anleuchten, da. Das ist nämlich der Typ, der dieses geniale Freakshow-Intro verbockt hat. Und Tim, um dir jetzt mal direkt ins Wort zu fallen, ja, wir bitte. Haben noch jemanden für dich. Ja, eine was? Neunte Person, die mal bitte auf die Bühne kommen möchte. Eine neunte Person? Ja. Ich weiß von nichts. Wir auch nicht. Das lang verschollene neunte Freakshow-Mitglied. Genau, also mehr Freakshow Max. Geht nicht. Ja? Das ist jetzt dann Freakshow oder? Max. Wollt ihr aber wir haben Max Edition. Ja, ja, rutsch mal hier noch. Also ein bisschen Headsets. Hier ist noch Platz. Auf das die Bierbank bricht. We are out of ports. Naja, Tim, du hast zu mir gesagt, du kannst auch 12 Ports. Und ich bin fest davon ausgegangen, dass du, oder 12 Kanäle. Was? Habe ich nicht gesagt. Doch, hast du zu mir gesagt. Was? Ja. Und ich so zu Clemens, ey, das läuft. Das war Ich war beeindruckt von dir, ich wollte angeben. Da war Joe besser, der meinte, wir können bis zu 32 Kanäle alles und du hast nur 8. Versagt. Ah. Fehlkauf. 8 Ports. Hashtag Fehlkauf. Ja, ich bin die 8-Bit-Ausgabe des Podcasting. Wie auch immer. Sekunde, blöde Frage. Was kommt jetzt noch mehr? War Max eigentlich was, als ich letztes Mal da war? War das noch ins Mikrofon. Oder war das schon ich glaube, das war schon Freakshow. Nee, wir haben genau nach dir umgeschaltet. Ach, ernsthaft? Ja. Nee, ich war doch noch mal 2014 da oder sowas. Zu Besuch. Zu Besuch, genau. Einmal mit Profis. Gut, läuft. Haben wir noch Themen? Nö, Outro. Ja. Okay, also wir sind, muss man ja auch vielleicht mal den Leuten, die nicht gerade hier rumsitzen, auch nochmal kurz erklären. Wir sitzen hier im Three-Headed Monkey, was eine großartige Bühne hat, was noch etwas mehr ist als nur eine Bühne. Es ist hier so ein Space auf dem Camp, wo halt hier auch auf dieser Bühne Vorträge, Podcasts, alles Mögliche auch stattfinden und auch schon stattgefunden haben. Ja, und jetzt sind wir auch noch dabei und müssen jetzt eigentlich mal langsam in die Sendungsplanung vorankommen, dachte ich mir so. Ne? Aber vielleicht können wir ja damit anfangen, dass ihr mal so... Haben wir einen Chat? Was? Haben wir einen Chat? Ob wir einen Chat haben? Was sagt der? Wir hören dich irgendwie nicht. Kriegen wir dich auch auf unserem Kopfhörer? Ja. Ach so. Ja, das ist das Problem. Wir haben vielleicht einen Chat, soll ich den jetzt auch noch mitlesen? Was muss ich denn noch eigentlich alles tun? Protokoll schreiben. Ja, also wir haben bestimmt irgendwo einen Chat. So, ja, dann Letty, erzähl doch mal. Ich kann ja nicht alles machen. Wo soll ich denn anfangen? Naja, keine Ahnung. Wie war so das Camp für dich bisher? Hell dunkel und sehr viel See, in der Tat. Ach, du bist nur geschwommen, oder was? Hey. Ja, ich dachte mir, zweimal am Tag nicht nur duschen, sondern auch in den See springen. Ja, ach so. I totally agree, by the way. Hast du dann auch Algen mitgebracht? Ich gehe da nicht in dieses Kinderding rein. Wie, also so. Nicht das. Ach so. Ich fahre außerhalb. Ach so. Die feine Dame möchte gerne den großen See haben. Ja. Ja, okay, gut, das verstehe ich. Also ich habe keine Algen gesehen. Ich habe einmal den Fehler gemacht. Ich bin in den See euphorisch reingesprungen, der so ein bisschen fischig gerochen hat. Das habe ich direkt bereut. Ich fand den See jetzt hier gar nicht so schlecht, aber er hatte ein bisschen viel Anfang. Algen. Ja, am Anfang war. Mittlerweile sind die Algen weg. Ja, gestorben alle schon. Die Algen sterben zuerst. Die Algen sterben. Wie so vom Hackergift oder was. Ja. Ich habe ja die These. Besser. Viel besser. Meinst du? Jetzt sehen wir auch das Publikum. Seht ihr uns noch? Ich habe ja die These. Ja. Okay, dann wenn ihr uns noch seht, ist gut. Die Kamera nicht mehr. Ich habe die These aufgestellt, dass. Jetzt weiß ich ja bis vergessen, welche These ich aufgestellt habe. Verdammte Axt. Mit den Wasseralgen. Nee, ich habe die These aufgestellt, dass die Leute die Algen rausbringen. Wie rausbringen? Na, aus dem See. Ja, wenn ich das erste Mal reingeschwommen bin, waren da überall Algen. Als ich heute rausgeschwommen bin, waren da fast gar keine Algen mehr. Ja, die lagen am Rand. Ich habe die vorhin so am Ufer liegen sehen. Genau. Ja. Und mein Sohn hat quasi, was früher Bällebad sortieren waren, ist jetzt Algenentfernung, professionelle Algenentfernung aus dem See. Das finde ich ganz hervorragend. Das ist schon ein ganz toller Aspekt dieses Camps. Vielleicht liegt es auch an der Granderwasserinformierung, die vorgenommen wurde. Ach so, stimmt, da war ja ein Schild. Ja. Der See wurde informiert. Und seitdem wissen die Algen Bescheid, dass sie da nicht sein dürfen und haben sich verzogen. Und direkt ein Biotop und Biokosmos zerstört. Gut, kommen wir zu dem Segment, mein schönstes Erlebnis auf dem Camp. Wer möchte anfangen? Jetzt schon? Ja, wann denn sonst? Also, ist doch noch Camp. Ich wollte gerade sagen, es ist doch noch Camp. Das hört sich an, als wäre es schon vorbei. Ja, aber wir können ja nur bis hierhin... Ich habe zwei.
Ja, go. Dann mal los. Das erste, ich habe gezweifelt an einer Tellerkopfschraubengeschichte. Wirklich? Und dann zwei Tage vor der Losfahrt dachte ich mir, fuck it, ich probiere es mal aus. Ich habe von Eisenron 10 Tellerkopfschrauben bestellt. Ich glaube, die sind auch rostfrei, wer weiß. Ich muss noch mal gucken. Makita Bohrschrauber auch eingepackt. Und ich muss sagen, es war geil. Vor allem? Es war... Vor allem hier, wo sozusagen unter 2 Zentimeter Rasenschicht so wirklich so dieser Industrieschotter lagert. Leute, ich kann euch das wirklich nur sagen, alle anderen mit ihren Heringen, das sieht nicht gut aus. Mit diesen Tellerkopfschrauben, die gehen auch bis zum Boden runter, die sitzen bombenfest. Und wir waren am Anfang nicht sicher, ob wir da, wo wir sein wollten, sein durften. Und ich dachte mir, mit den Schrauben, das Zelt bewegt keiner. Erstens müssen die das richtige Bit finden. Ne? Und Also das war ein voller Erfolg, da habe ich auch lange stolz von erzählt. Und dann vorhin gehe ich so an die Bar und bestelle mir ein Wasser. Und diese Post-Nerds, die habt ihr bestimmt auch schon gesehen, ne? Die Chaos-Post, die hier wie wild umherrennen, die standen da so und sahen auch ein bisschen dehydriert und sonnengebrannt aus. Und irgendwie, wir quatschten da auch noch, dann irgendwann bestelle ich mein Wasser. Und dann sprang die mich ganz freudestrahlend an, denn sie hatten eine Postkarte für mich, auf der Adressat ist an eine Person an der Three-Headed Monkey Bar, die ein koffeinfreies, nicht alkoholisches Getränk bestellt. Und die standen da wie lange? Sie sahen so aus, als hätten sie da lange gestanden, weil alle nur Mate oder Bier bestellen. Und ja, und das war leider war dann der Rest dieses Briefes oder dieser Postkarte nicht so aufregend, aber was? Es war schön. Was steht denn vorne drauf? Auf der Postkarte steht, der liebe Gott sieht alles, aber er petzt nicht. Okay. Denk mal drüber nach. Also, ja, das waren auf jeden Fall so 2 Highlights und natürlich, die Anwesenden haben es natürlich auch mitbekommen. Jeder hat es ja eigentlich schon mitbekommen, dass ich dann auch mit ein paar Leuten an unserem Camp noch eine Firma gegründet habe. Ne? Was? Ja, du hast eine Firma gegründet auf dem Camp? Ja, Fehlkauf.biz. Freakshow wird auch mit freundlicher Unterstützung von Fehlkauf.biz euch heute präsentiert. Also nur Highlights. Bin ich eigentlich noch eure Marketingbeauftragte? Klar. Was ist denn dabei? Also ich meine, was ist denn da der Dreh? Also es fing alles damit an, dass Mirko meinte, er hätte vor 5 Jahren in einem Delirium-Zustand die Domain Fehlkauf.biz gekauft. Ihr kennt das. Sein einziger Fehlkauf. Und er meinte auch, er hätte dir davon erzählt und ja, du hättest gesagt, du, grade... er müsste da was machen und du würdest es auch retweeten. Da werden wir nachher nochmal kurz mit sprechen. Und dann redeten wir darüber und naja, wie das dann so ist, dann in 6 Stunden gründet man eine Firma, macht eine Webseite, Twitter-Account sofort gesperrt, neuer Twitter-Account gemacht, alles klar. Was heißt gründet eine Firma? Also ich meine, welche Rechtsform habt ihr denn da jetzt? Eine, die man in 6 Stunden nachts so... Eine GbR. Was man halt so machen kann. Aber wir haben in 2 Tagen Camp mehr geschafft als Startups in 2 Jahren sonst. Wir haben schon 540 Visitors auf der Webseite, 29 Follower auf Twitter so letztes Mal gecheckt. Und was geht da und so? Und die 2. Investmentrunde schon durch? Ah ja, wir haben schon mit Investoren gesprochen. Sieht gut aus. Aber also, guckt euch das auf. Das hat bestimmt einen Grund, dass du bisher noch nichts zu einem eigentlichen Businessmodell gesagt hast. Halt so Startup. Also wir wollten erstmal das Minimal Viable Product haben, Webseite, Firmenphilosophie. Wir sind auch ein Traditionsunternehmen aus Mildenberg, ja, strukturschwache Region. Und wir sind da das Leuchtturmprojekt jetzt sozusagen. Und naja, das kommt Quartal 5. Erstmal haben wir überlegt, wir machen jetzt erstmal ein Linktauschprogramm, um andere Leute von der Reichweite von Fehlkauf.biz profitieren zu lassen. Also wenn auch ihr eine Webseite habt, die vielleicht so einen kleinen Reichweitenboost braucht, sagt Bescheid. Wir vermieten auch Subdomains und sind alle noch frei. Also wer jetzt als erstes zusagt, kriegt auch einen besonders günstigen Preis, bevor die Massenhysterie losgeht. Also zum Beispiel Tellerkopfschraube. Tellerkopfschraube. Aber das, nee, eher nicht. Ne? Ja. Hast du dir die gerade anders überlegt? Also, die ist schon weg. Also kauft man was bei Fehlkauf oder ist es mehr so eine Wir vermieten Art? Subdomains. Wenn das aber unter einem gewissen Mindestbestellwert bleibt, dann schalten wir auch vielleicht Werbung dazu. Alle Amazon-Produkte sortiert nach Fehlkauf. Was heißt sortiert nach Fehlkauf? Also 1 Stern oder weniger.
Denn wir wollen die Leute ja nicht beim Einkaufen mit ihrer Unsicherheit zurücklassen, ob es jetzt ein Fehlkauf ist oder nicht. Bei uns gibt es 100% garantiert Fehlkauf. Wow. Heißt das nicht Kickstarter schon? Ja. Und wenn wir es noch schaffen, morgen wollen wir noch so einen B2B-Login-Button machen mit Captchas. Das erste Captcha 4x4, das zweite 5x5, das dritte 9x9. Ist eigentlich ein Memory-Spiel und wenn ihr es dann geschafft habt, da durchzukommen, dann gibt es einen exklusiven Zugang zu unserem PHPBB-Fehlkauf-Expertenforum, wo man sich dann austauschen kann, ja. Ist das dann bei euch eigentlich die Business Lounge, euer Space? Das könnte, ja, also warum nicht? Also unser CEO hat das Motto, wir nehmen alles, insofern, ja. Es gibt auch Aufkleber nachher. Ich seh schon in den Gesichtern. Ich sag, hast du die noch nicht hier vorne mit hingelegt? Stimmt, ja. Also das sind meine Highlights bisher so. Okay, das war ja auf jeden Fall schon mal ganz cool. No. Pretty exciting. Jetzt ihr. Ja, Clemens, hast du... Mein tolles Erlebnis. Ich habe mir jetzt, ich kann es ja jetzt gestehen, wir sind da unter uns. Ich habe mir jetzt zum ersten Mal im Leben einen Campingstuhl gekauft und ich liebe den. Ich stelle mir den nämlich einfach irgendwo hin hier, gucke mir nachts Dinge an, was die Leute so für bunte Sachen machen oder auch tagsüber, wenn es außerhalb der Dustzone ist. Und sitze muss dann halt einfach so. Ich will dann da einfach nur sitzen. Mit Tellerkopfschraube oder ohne? Nee, der ist noch mobil. Aber ich habe gerade schon deine Tellerkopfschraube schon geeilt. Ja? Also das ja. könnte meine hat mehr das, Gewinde. Okay. Aber das früher war mehr Gewinde. Also was ist nochmal eine neue Qualität, das im nicht einfach nur rumlaufen hier, sondern rumsitzen. Genau, das ist nämlich jetzt gucken. Sozusagen das Detail, was du vielleicht nochmal herausarbeiten solltest, dass du halt nicht nur einen Campingstuhl hast, weil das ist ja jetzt nichts Besonderes. Du bist wahrscheinlich der Einzige auf dem Camp, der die ganze Zeit mit dem Campingstuhl herumläuft. Mhm. Andere ja, fahren mit ihrem Campingstuhl umher. Ja, andere fahren und so, aber... Gibt es da noch andere? Ja, weil bei Huckel in der Business Lounge ist nicht immer, sind nämlich immer genug Stühle. Da muss ich ja immer meinen eigenen mitbringen. Das ist so ein bisschen der Fehlkauf von denen, zu wenig Stühle. Ja, wir hatten keine Ahnung, dass das so schnell wächst alles. Vielleicht bräuchte es ein innovatives Produkt, so ein Campingstuhl, den man als Backpack tragen kann, der per Beschleunigungssensor automatisch feststellt, wenn man sich nach hinten fallen lässt und dann automatisch einen Campingstuhl unter dem eigenen Hintern ausfährt. Oder liege. Ich arbeite schon an neuen Varianten fürs nächste Camp, wo man die dann auch so ein bisschen so fernsehsesselmäßig so ausklappen kann. Sowas soll es geben. Irgendwo. Alright. Leben im 21. Ist Jahrhundert. Nicht so wahnsinnig exciting, aber ich finde es mal ganz nett, halt einfach mal so lange rumsitzen, wie es einem gefällt. So im Märchenwald habe ich neulich mal eine Weile rumgesessen. So, da haben sie ihre komischen Hängematten weggemacht vom letzten Mal und irgendwelche Camper da hingelassen. Was? Da sind Hängematten. Was? Zwischen den Zelten. Ja. Oh, das sind auch okay. Camper. Jedenfalls habe ich mich dann einfach mit dem Stuhl da in den Märchenwald gesetzt. Das war dann eben, fand ich ganz okay. Ich kann das nur empfehlen, ja. mit Stuhl abends rumgehen. Mit Campingstuhl. Stuhlgänge machen. Oh. Sorry. Man muss vielleicht das Licht generell erwähnen. Ich finde, das ist einfach so jeden Abend aufs Neue ein Highlight, so hier rumzulaufen, die Lichter zu sehen, irgendwie auch mal auf diesen Hügel hochzustapfen und zu sehen, dass einfach jeder Nerd mindestens eine, wenn nicht 100 gefühlt Lampen dabei hat. Es ist einfach so schön beleuchtet hier. Also sowohl die professionelle Beleuchtung als auch das, was ihr alle mitschleppt, das ist, ich kann mich da nicht satt sehen. Aber auch da muss man sagen, viele Leute scheinen diese Laserinstallation da hinten noch nicht gesehen zu haben. Ja. Bei den informierten Freakshow-Hörern ist das wahrscheinlich nicht so, aber falls es doch die eine oder andere Seele gibt, die noch nicht da hinten Gate 2 rausgehen zu diesem Hafenbecken es geschafft haben, guckt euch mal die Lasershow da an. Ich habe beim Zert davon gehört. An dieser Stelle muss ich sagen, Gate Arabisch 2. Ah, ja. Und ein Schlaumeier kam nicht auf die Idee, hier noch ein Gate Römisch 2 anzubringen. Oh. Okay, Gate Arabisch 2. Und sucht mal Steine, falls ihr noch welche findet und werft sie ins Wasser. Aber nicht auf die Laser? Doch. Doch. Also doch. Also auf nicht Laser auf den Laser, der in das Wasser leuchtet, sondern auf das Wasser, auf die Wasseroberfläche. Also der Laser bricht sich am Wasser und wenn du halt einen Stein reinschmeißt und dann Wellen erzeugst, dann wirkt dieser Laser quasi wie so Spektroskopie. Also dann wird quasi diese Welle direkt auf die Lichtwelle übertragen und dementsprechend trippe ich sie das dann aus. Und da drüben ist auch ziemlich staubfreie Zone, muss ich an dieser Stelle mal sagen.
Das ist hier, entwickelt sich hier echt zum Problem. Also man hört es häufiger so, dieses da in diesem, apropos, in dem Bereich dort. Ja. Dort apropos Staub. Apropos Staub. Mein schönstes Erlebnis auf dem Camp bisher war Staubsaugen. Ich habe da mal was vorbereitet. Der Original Makita, wie heißt das Teil? Staubsauger. Nein. Ich will natürlich Details. Mit einem Makita-Akku. Ja, und ich dachte gerade, da wäre eine Flaschenhalterung dran, aber es ist ja nur so ein... Ich habe keine Flasche, ich weiß gar nicht, und wieso. Du bist jetzt hier die ganze Zeit übers Camp gelaufen und hast diesen ganzen Staub aufgesaugt? Kannst du natürlich mein Zelt saugen nachher? Aber ich mache jetzt hier nicht auf, okay? Ja. Na, ist das mit nicht. Filter oder ohne? Also mit Beutel oder? HEPA-Filter, genau, voll wichtig. Das klären wir später. Alles klar. Sehr schön. Und du solltest ihn definitiv gut säubern, bevor du nach Hause fährst. Also, ist nicht meiner. Ach so, nicht. Also Staubsauger beim Zelten fällt ja dann schon ganz klar in die Kategorie Glamping. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff schon gehört habt, aber das ist jetzt der neue Trend. Was ist das? Na, Glorious Camping, also Luxus-Camping. Sozusagen. Glamorous. Glamorous Camping. Ja, ich mach die halt Freakshow-Schickeria weiß Bescheid. Ihr wisst genau, also glamouröses Campen. Eine gute Powerbank ist auch von Vorteil. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Wenn das Phone mal wieder alle ist. So, wir können weitermachen. Also du hast auch die Makita Powerbank. Hast du noch irgendwas anderes? Für die Werbesendung? Ah, nur normale Sachen. Hast du das Waffeleisen? Ja, ich wollte gerade fragen. Gibt es ein Waffeleisen? Ich glaube, es gibt einen Lüfter. Ach nee, einen Lüfter? Gab es nicht auch das Waffeleisen? Haben wir das nicht letztens in der Sendung? Nein, ich habe davon gesprochen, dass das noch fehlt. Ach so, das ist fehlt. Aber da reicht der Power ja nicht. Ich habe da schon ausufernd hinterher recherchiert, aber ich bin bisher noch nicht auf das optimale Produkt gekommen, was das man haben will. Ja, weil eins meiner schönsten Erlebnisse hier war, ich stand beim Wok in der Waffelschlange, so 5 Minuten, und dann kam jemand raus, kennt sich jemand mit Waffeleisen aus? Und schwupp stand ich eine Stunde im Wok und habe Waffeln gemacht. Und Industriewaffelautomaten sind echt was Schönes, also so Waffeleisen. Wie läuft jetzt das will so? Sie eins von mir zum Geburtstag haben. Ja. Ein Industriewaffeleisen. Für 1200 ja. Euro. Nein, sie kosten nur zwischen 200 und 300 Euro und man kann Doppelwaffel machen. Oh ja. Ist quasi geschenkt. Ja, kannst genau. Du mal mein Kreuz halten? Aber die sind wirklich gut. Also ich hatte neulich auch auf einer Party, da stand auch so ein Teil von so einem Party-Service und ja. die haben einfach bemerkenswert wenige der Nachteile, die die anderen immer haben. Ja, so, vor allem dieses extrem nervtötende Piepen, was meins hat. Also es ist, klingt schlimmer als eine Alarmanlage. Die piepen einfach gar nicht. Sondern die machen einfach nur die, nee, die machen einfach die Waffel fertig und dann ist sie fertig. Genau. Genau. Und hat es dann im Gefühl. Von welcher Form? Ich habe im Prinzip 3 bedient. 2 hatten so diese belgischen dicken, ordentlichen und ein großes, herzförmiges, rundes mit relativ dünnen Waffeln. Das will man nicht. Wie viel hast du denn dann gegessen? Wie essen? Nein, Thala ist nur bei Friedel Richter bekannt, weil sie immer Pommes isst. Entschuldigung. Grundnahrungsmittel sind Pommes mit Aioli. Oh ja. Ah, aber die Waffeln hast du nur gemacht? Ich habe am Ende eine gegessen. Das Problem ist, dass in dem Waffelteig, was das Wok macht, ist halt Mate drin. Ach, was? Wusstest du das nicht? Das wusste ich noch nicht. Die stellen dort Massenvernichtungswaffeln her. Ja. Und das kommt bei mir nicht so gut. Ach so, verstehe. Du hast ja eine selber gemacht. Today I learned. Okay. Ja, ich habe für andere Waffeln gemacht und es gab leider den Vorfall, dass eine unserer Waffeln geklaut wurde. Wir hatten sie kurz abgestellt und das nächste Mal, als wir geguckt haben, war nur noch die Hälfte da. Nicht mal die ganze geklaut. Naja, es waren mehrere Waffeln. Es war schon ja, fiese Waffeldiebe unterwegs. Aber sie waren halt auch gut. Insofern kann ich es verstehen. Wurde mir gesagt. Mehr Waffeln. Habt ihr noch einen Beitrag zum Glamping? Das würde, glaube ich, ausufern. Ja, natürlich. Deswegen sind wir ja hier. Also ich habe auch eine neue Produktentdeckung gemacht, so, weil als Wohnwagenbetreiber. Betreiber? Ja. Super Glamping. Ich betreibe den. Erfolgreich?
Sehr. Sehr erfolgreich. Das kann man wirklich so sagen. Genau. Und man taucht dann auch immer wieder ganz automatisch in so neue Produktwelten oder auch schon in alte Produktwelten auf, die so Facetten aufweisen, an die man bisher noch gar nicht gedacht hat. So Wasserhähne zum Beispiel. Wasserhähne, das ist schon ein bisschen genau richtig im Thema, beziehungsweise generell das Problem von Wasser, weil du hast ja diesen Vorteil, dass du einen Tank hast, aber der ist ja dann irgendwann auch leer und dann musst du ihn wieder befüllen und das ist ein Problem. Weil natürlich, das ist zumindest der einfachere Tank. Der viel schwierige Tank ist der, der leer ankommt und immer voller wird. Sag's mir. Ja, Gardena auf große Klinke und jetzt du. Naja, so ähnlich. Also ich meine, man kann natürlich dann einen Kanister voll machen, nur danach musst du ja diesen Kanister irgendwie in deinen Frischwassertank reinbekommen und dann Gravitation und dieser ganze Kram, also hebst du dann irgendwie so einen 20-Kilo-Kanister an und stehst da irgendwie wie so ein Bekloppter 5 Minuten, bis das Ding da irgendwie reingluckert und es macht irgendwie überhaupt gar keinen Spaß. Pumpe, genau. Und was gibt's da Tolles? Es gibt eine... Makita. Ja? Moment. Nein. Wir sagen jetzt hier nur so häufig Produktnamen, um das Wok zu dissen, also nur, dass du Bescheid bist. Nee, es gibt tatsächlich eine Gardena, also von, es gibt das nicht nur von Gardena, aber es gibt, ich habe die von Gardena jetzt mir noch schnell besorgt, eine Gardena-Bohrmaschinenpumpe, die du einfach so mit Gardena-Steckern dazwischen in deinen Schlauch reinsteckst und dann hast du da so einen Stab, da machst du dann deinen Makita-Bohrmaschinen-Schrauber drauf, genau, in dem Fall so. Und dann kannst du einfach so mit der Bohrmaschine da so stehen, also mit dem Akkuschrauber so piep, und du pumpst. Und schon ist der Kanister im Tank. Die Zukunft. Das ist wirklich Glamping. Hab noch Becher. Glamping Deluxe. Ich bin begeistert. Kannst du nicht gleich so ein Aquariumpumpe an deinen Camper anschließen, an die 12 Volt, dann brauchst du nicht immer deinen Akkuschrauber noch und so weiter. Oh. Aquariumpumpe. Na gut, es muss ja auch irgendwo herkommen, das Wasser. Ja gut, aber dann sparst du deinen Akkuschrauber und den rumbasteln. Hast du ja, aber es geht mir nicht schnell. Kanister und dann drückst du da an deinem Camper auf den Knopf und dann zieht er sich das rein. Müssen wir drüber nachdenken. Ja. Und wenn du deinen Version 2.0 dann. Ja. Wenn du deinen Akkuschrauber auf Linkslauf drehst, kannst du auch das Problem mit dem anderen Tank lösen. Aber am besten just hast du dann noch eine zweite Pumpe. Ja. Details. Und einen Schlag. So, ich möchte noch weitere Highlights vom Camp hören. Michi, was dir denn bisher widerfahren? Ich glaube, mein Highlight war auf jeden Fall, als ich das erste Mal zu zweit den Weg vom Zelt zu den Duschen gefunden habe. Und dann auch noch zu den zweit. Richtigen, nämlich diesen Wunderland-Duschen mit Pflanzen und Sitzgelegenheiten. 10 Applaus für das Dusch-Wunderland. Ja, ja, das ist ganz toll. Genau, und auf dem Weg habe ich sogar noch den verschollenen Kicker gefunden und ich glaube jemanden, den wir gesucht hatten. Also es war so erfolgreich, bin ich sonst nie in Orientierungsdingen. Ich habe dieses Duschwunderland noch gar nicht gesehen. Wirklich nicht? Nee. Was? Ja, weil immer in den See? Ja. Nein, nicht weil ich den See, ich habe da die andere Dusche ja auch noch. Man kann da großartig davor auch rumliegen auf diesen schwarzen, die sind dann ganz beheizt, macht den Bauch warm. Und sonnenbebrandet sind die auch. Ist das bei dem Wetter überhaupt was, was man will? Macht schön warm. Weil man sonst friert? Ja, nachts. Ja, da ist die Lounge irgendwie ganz praktisch. Ich habe das gestern dann mal ausprobiert mit dieser Lounge zum Abend, wenn es kalt wird. Also man schwitzt so ein bisschen sehr arg da drin irgendwie. Aber es ist auch sehr schön gemacht. Ich weiß nicht, habt ihr die schon gesehen? Die Lounge, die Chemistry Lounge? Lounge? Fragezeichen. Die Disse. Ja, nur von außen. Die das ist im Gebäude, wo? Meint ihr? Hinten, kurz vorm Family Village, gegenüber in von der alten Aufbereitung. Genau, alte Aufbereitung, genau, das steht da drüber. Okay. An der Rakete vorbei, der Rakete. Genau, bei dem Hauptdorfplatz. Sehr zu empfehlen, sehr schön dekoriert auch. Ich habe auch einen Sessel gesehen, der stand vor so einem Generator und da stand dran, Brede Nord, der warme Ort. Das sind auch Highlights. Also das Signage hier auf dem Camp ist wirklich grandios. Also ich habe so viele geile Schilder entdeckt. Du musst aber jetzt dieses Mikrofon an den Mund heranhalten. Ich muss hier noch mehr reinbeißen. Ja, du könntest auch einfach weiter aufdrehen, aber okay. Nein, du pfeifst. So, sagte gerade, das Signage hier ist grandios wieder mal. So viele geile Schilder gesehen. Klassiker auch dabei. Aber auch sehr viele schöne neue Schilder. Was sind zum Beispiel?
Projektionsleitung zum Beispiel. Ja. Die Projektionsleitung. Ja. Defi-Vibrator, den habe ich noch nicht gesehen. Aber das klingt interessant. Ich fand The World's Largest IMSI-Catcher nicht schlecht. Der ist auch nett, ja. Der stand an dem LTE-Mast von der Telekom. Was ich übrigens sehr, sehr cool finde, ist, wir haben ja auch einen waschechten Telekomiker hier unter uns, nämlich den Peter Schmidt, der häufiger schon mal dieses Kästchen aufgemacht hat für Interessierte. Und der fand das Schild auch ziemlich geil, hat das auch gleich erstmal fotografiert. Und welches Kästchen hat er aufgemacht? Dieser vorne am Markt steht ja noch so ein LTE-Turm von der Telekom, so ein temporärer. Ja. Also so ein Container so auf Rädern mit Mast oben dran. Und der geht gelegentlich so ein, zwei Mal am Tag geht der auf. Da steht der Peter denn da, der hat einen Schlüssel denn dafür und dann kann man da reingucken und ihm Fragen stellen so. Finde ich mal einen ganz guten Support auch seitens der Telekom. Wo wir gerade bei Internet sind, du warst ja diesmal etwas beteiligt bei der Früherschließung des Camps, wenn ich das richtig sehe. Ja, aber nur bei der. Also ja. Knock bleibt Knock, das fasse ich nicht an. Ja. aber wir haben mal ein bisschen Aufbaunetz und werden auch Abbaunetz machen mit der Funktechnik, die ich ja in Berlin jetzt schon so seit anderthalb Jahren da bespiele vom Funkturm. Und wir funken auch mal hier Funkturm rüber. Oder Fernsehturm? Fernsehturm, Entschuldigung, vom Fernsehturm am Alex, ja. Und wir funken auch hier rüber, because we can. Hat sich so ergeben. Flache Erde, kein Problem. Nee, der Witz ist, wir hatten natürlich vorher schon mal geguckt, so runde Erde und so, aber weißt du natürlich nie, ob da irgendwelche Hügel oder Häuser dazwischen sind. Jedenfalls haben wir nicht dran geglaubt. Und als wir die andere Funkstrecke, die ja auch noch besteht, die wir gemacht haben, als wir die gescoutet haben, saß ein Kollege von mir oben auf dem Schornstein drauf, in der schönsten Abendsonne und schickte mir dann ein Handyfoto mit der Bemerkung, du glaubst nicht, was ich hier sehe. Und was man denn sah, war ganz hinten im Dunst den oberen Teil des Fernsehturms am Alexanderplatz. Aber nicht nur, also ich finde nicht nur unbedingt der obere Teil, so dieses letzte Stück, sondern der war halt sehr, sehr klar sichtbar. Also auch von der unterhalb der Kugel war noch relativ viel zu sehen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir den jetzt schon sehen, dann müssen wir wohl. Und dann haben wir ein bisschen geknuspelt und gerechnet und so und haben da eben auch nochmal einen Link hingebastelt. Und wie viel? Abteilung Because We Can. Nicht, ja, dass das jetzt sinnvoll wäre oder so. Aber ja, Because, was konntet ihr denn können? Meinst du Bits? Ja. Im Mittel so 380 Megabit. 380 Megabit. Ich weiß, da würden Leute für töten auf manchen Dörfern. Ja. Also in Nürnberg bestimmt. Also auch wenn es jetzt so ein... Und... Wir reden ja gerade mal viel über Klima und Wetter und so. Und einer der Aspekte, die dabei sehr interessant waren, wo wir echt nicht mitgerechnet haben, wir wussten, dass das Ding, wenn es jetzt so richtig sintflutartig regnet, wie es jetzt so in den letzten Wochen gerne mal passiert, dass das Ding dann ein bisschen schwächelt oder vielleicht auch mal im Extremfall mal ausgeht. Was aber viel toller ist, ist, nach dem Regen geht der so gut wie nie. Nach dem Regen haben wir so 20 Minuten lang 472 Megabit. Saubere Luft. Also beziehungsweise sonst dreckige Luft und auch warme Luft und nach dem Regen ist die kühl und sauberer und dann kriegen wir da 472 Megabit durch. War ein bisschen unerwartet der Effekt, aber ist nachweisbar. Aber ja. Wenn der Äther also durchgewaschen wird, dann wenn der Äther durchgewaschen wird. Wie heißt das Wasser? Roddy, wie heißt das Wasser, mit dem wir den Grander Wasser. Das ist Grander-Regen sozusagen. Das ist informierter Regen. Der trägt mehr Informationen. Spätestens, wenn wir die Bits durchballern, ist das informierter Regen. Aber hallo, der weiß richtig Bescheid. Ja, der weiß voll Bescheid. Größtenteils verschlüsselt leider, aber naja, okay, ist auch. Bescheid ist Bescheid. Information ist Information. Genau. Ja, war so ein bisschen ein Bastelprojekt und ist ganz nett. Ist ganz lustig. Mit den ganzen Nebeneffekten und allem möglichen. Und ja, wir haben auch noch eine andere Strecke gebaut, wo Leute noch viel mehr für töten würden. Die andere Strecke, die wir nämlich eigentlich scouten wollten, ist nämlich die 10G-Strecke nach Gransee. Die geht auch über 11 Kilometer. 10 Gigabit über 11 Kilometer. Ja. Bei schönem Wetter. Sonst wird da wieder sehr, sehr viel Regen informiert. Also wenn es jetzt hier regnet, dann habt ihr hier sehr informierte Landstriche zwischen hier und Gransee. Das ist sehr... Kann nicht schaden. Nee. Wir können ja vor dem 1. September die Strahlen noch ein bisschen rumdrehen, also in alle Richtungen. Und nochmal gucken, dass wir da noch was informieren. So, wenn wir über Highlights sprechen,
Musik ist hier irgendwie ein Thema, habe ich so den Eindruck. Also ihr werdet ja sicherlich schon davon bekommen haben, von dieser hippen Elektropunk-Fraktion Systemabsturz hier irgendwie mittlerweile, glaube ich, jeden Tag irgendwo ein Konzert geben. Ich weiß nicht, wo sie heute waren, aber das hatten wir ja auch schon hier bei Logbuch Netzpolitik. Und jetzt wurde mir noch ein geheimes Video zugespielt. Auf den Schirm. Einem Audio-Podcast. Mit einem weiteren Musikprodukt aus, aus Camplanden. Ist es das Pock? Ist es das Pock? Pock. Oh, wie geil. Das Pock hat wieder zugeschlagen und weltexklusiv nur hier bei der Freakshow für euch das Pock. Kein Ton. Warum? Jetzt hat es gebluppt, oder? Nee. Habt ihr jetzt Ton? Oder habe ich keinen Ton? Nee. Ich habe keinen Ton. Wieso habe ich keinen Ton? Das geht nicht. Entschuldigung. Weil ich ein fucking Profi bin. Das tut mir leid. Und? Fehlkauf. Ja. Ja. Wieso ist hier kein Ton? Verdammte Axt. Das Mal wird teuer. Notlösung. Nein, alles gut. Wieso? Naja, okay. Wir könnten die anderen Highlights der Welt durchgehen. Ich glaub, das was? Oh. Dann machen wir das so. Irgendwie Achtung, ganz klassisch. Mucklich, sonst hole ich Feuerwehr. Sind Daten in Gefahr? Kommt Helen zu. Ich hab's total vergeigt, ey. Wieso spielt auch dieses bekloppte Messages diese Scheiße in dem fucking Browser? Mann! Das Schöne ist, das sind die Momente, die Hörer sonst nie sehen. Tim weigert sich immer, was? Video- oder Fotoübertragung ja, das zu machen. Ist ja auch. Es ist, wieso ist. Oh. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Der Ton wird erst später aus. Was? Nein, der Ton ist gleich. Der Ton ist sofort da und jetzt werde ich nochmal ganz vorsichtig sein und nicht auf das falsche Feld klicken. Es nervt alles. Ihr wisst alles besser, ich weiß. Aber das ist ich Karte, sind auch viele Teufel denken. Ich bin nur ein armer Podcaster. Kann mal irgendeiner mal einen Witz machen oder so? Wir haben schon ich kann ja noch so von meinem schönsten Camp-Erlebnis erzählen. So ja, in der Zwischenzeit. Also ich, für mich ist das erste Camp. Für wen ist das hier noch das erste Mal hier? Okay, jetzt gehen so mittel viele Arme hoch. Ich habe keine Ahnung, kann ja jemand einen Prozentsatz tippen. Und ich bin mit Familie hier, so mit Kind. Und mit Kind ist ganz großartig. Also ich weiß nicht, ob ihr vor euch Kinder zugelegt habt. Ihr solltet das euch dringend machen vor dem nächsten Camp. Weil das macht sehr, sehr viel Spaß, hier mit Kindern rumzuturnen. Was ich damit sagen will, wenn ihr auch sonst keine Böcke oder auf dem Kinder, Camp, aber ihr habt fürs noch nächste eine Nacht. Camp, leiht euch ein. So nur das. Ihr könnt auch einfach irgendwo eins greifen und mitnehmen. Ich habe früher auch immer Urlaub mit meinen Patenkindern gemacht. Das ist total klasse. Jetzt holst du ihn einfach. C3 Ausleihkit. Das ist hier leider alles total. Achtung, mucklich, sonst hole ich Feuerwehr. Sind Daten in Gefahr? Kommt LF20 her. Wagen rein, Tempelzelt, Schattenverkehr. Wirtschutz gebrochen, kommt unsere Feuerwehr. Camp in der Pampa, alte Ziegelei. Die Fettfuhr ist da. Oh, schnell den Makita Defibrillator. Wir haben ja noch ein Headset mehr. Tim, ich hab ein hier, Tim, was von unserem Mord? Tim, du solltest. Tim. Was? Das ist die goldene Regel, ja? Jetzt reagiert dieses Gerät noch nicht mal mehr. Hallo! Ausschalten! Aus! 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 Also.
So verkackt haben wir es ja noch nie, ne? Das war alles vorbereitet. Tim, wir sollten mal wieder mit Max reden. Ich boote erstmal. Redet ihr mal weiter. Ich melde mich, wenn ich mir sicher bin. Die Folge auch bei Fehlkauf? Das exklusive Drama-Doku-Video dazu. Ah, ihr macht jetzt mal die Sendung, ich bereite alles vor. Und danach tun wir alle so, als hätten wir nichts gesehen. Hast du danach noch ein Previously für uns? Mal schauen. Ihr müsst jetzt dran sein. Ja, ich finde, Michi hat eine total coole Gesichtsbemalung. Ah, ich wurde gemacht, dass man mich nicht mehr erkennt. Hat und klappt nicht. Das Anti-Face Recognition. Ich habe ein Kind erschreckt. Das reicht. Gute Basis. Ich hoffe, es war nicht deins, Max. Wo kann man das denn, wo kann man sich denn unkenntlich machen? Man kann sich unkenntlich machen. Ich habe es gemacht an der Stelle, wo es nicht so passend war, nämlich in diesem, am Hafen gibt es so ein kleines, feines Restaurant und wir saßen so auf der Wiese hinter der Hochzeitsgesellschaft. Nackt gebadet wohl auch. Also das war nicht ganz so passend, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Und bei Comona, bei der Dezentrale, sitzt auch Sina und die hat noch mehr von diesem Filz. Ich habe hier auch noch mehr von diesem Filz, falls einer gerne möchte. Filztape, und es ist scheinbar gut, um nicht erkannt zu werden von Kameras, Gesichtserkennung. Im Laufe des Prozesses, allerdings hat sie gesagt, vielleicht ist es auch mehr so ein symbolischer Akt, der sensibilisieren soll. Aber wie ist das denn mit deinem Telefon? Du eigentlich hast du ein QR-Code mit deinem. Genau, kannst du dein Telefon anlocken? Mein Telefon kann ich noch anlocken, das funktioniert noch. Aber ich habe gerade gelernt, das hat ja auch so tiefen Informationen und so. Also dafür ist ja eh nicht gedacht. Sondern eher eine für Klausnase so aufsetzen, das funktioniert dann. So kann, ja, es funktioniert, also das hat noch nie so gut geklappt wie mit dem Tape drauf, ehrlich gesagt. Sonst ist das nicht so Fehlkauf. Oh, Fehlkauf. Sonst ist das nicht so sinnvoll. Aber wie gesagt, das hat ja andere Informationen. Ich müsste es jetzt irgendwie nochmal mit einer anderen Kamera ausprobieren. Und wo kann ich mir jetzt das Capture runterladen dafür? Tilt. Was? Fehlkauf. genau. Sie hat mir ein bisschen was erklärt. Man muss scheinbar hier diese Gegend die, um die Augen und die Nase, die sind wohl... Wie ist das denn mit diesen Pickelpflastern? Ich fand auch ein bisschen ärgerlich. Ich meine, ich habe ja 2-3 dicke Pickel, die man auch mal hätte überkleben können. Aber nein, die sind überall anders hingeklebt worden. Nur nicht auf die Pickel drauf. Welche Pickelpflaster? Da gibt's nicht. Oder ach nee, das ist dieses Beatmungsding. Was ist das denn? Man kann doch irgendwas über die Nase kleben. Vielleicht ist es auch ein bisschen Staub. Aber ich glaube, sie meinte, dieser Teil in der Mitte, der so aussieht wie ein Dreieck, der sei so oder richtig. Oder eine Pyramide. Eine Pyramide. Ich habe gesagt Klitoris. Ja. Ja. Ist am treffendsten, glaube ich. genau, der durchbricht wohl dieses Muster von Auge und Nase, aber da sind also wirklich vielleicht lieber mal zu Comona und zur Dezentrale gehen, da liegen auch noch so Flyer aus, die können es besser erklären. Asymmetrie soll auch noch gut sein, deswegen wohl hier, ich sehe mich ja selbst nicht so genau, es fühlt sich einfach nur lustig an. So. Ja, die Reaktion, mir wurde gesagt, ich bin sichtbar und unsichtbar zugleich, aber die Leute, zu denen ich das dann gesagt habe, die meinten eher nur sichtbar. Ja, aber das erkennt dich im Nachhinein nicht wieder. Also wenn du das abnimmst, haben die Leute dich vermutlich nicht mehr so im Gedächtnis. Ja. Vielleicht funktioniert es so. Aber wie hast du es damit geschafft, ein Kind zu erschrecken? Also so komisch sieht es jetzt ja nicht aus damit. Fand ich auch. Ich weiß nicht, ich hatte kurz geschrien. Wie alt war das Kind? Hatte mich wohl nicht erwartet. Also ich finde Roddy mit seinem Einhorn ein bisschen erschreckender manchmal. Was denn? Das ist ein ganz niedliches Einhorn. Aber hallo. Wo Tim jetzt so ein bisschen abgelenkt ist, meint ihr, ich könnte vom Zert erzählen? Ja, der hört gerade nicht zu, da kannst du vom Blut reden. Erzähl mal uns vom Zert. Ich habe ja der Litti versprechen müssen, dass ich nicht arbeite auf dem Camp. Hat also, wunderbar funktioniert. Genau, ich habe nicht gearbeitet, zumindest nicht für die Außenweltarbeit. Dafür habe ich mich als Zertengel eingetragen und war jetzt quasi das erste Mal im Zert-Team. Und ich muss sagen, es war grandios. Also sowohl total cooles Team, also wirklich nette Leute, die super bereitwillig anderen was erklären und
sich Mühe geben. Also ich habe zum Beispiel jetzt gelernt, wie man einen Tubus legt und darf das sogar anbieten. Also kein Nahrungstubus, der ganz tief geht, aber zumindest... Ich habe schon gesagt, du machst da deinen... Also überleg dir das nochmal, Tim. Mach hier mal schneller da mit dem Video. Ja, ja. Ich habe ja ehrlich gesagt immer noch ein bisschen Angst, neben dir zu schlafen. Aber du würdest dich ersticken. Danke. Hat es einen HEPA-Filter dann auch? Nee, aber ja, also das war echt cool. Und also ich habe sowohl das Gelände sehr, sehr gut kennengelernt, so als Laufschicht bzw. Catcar-Schicht, wenn man da in dem Tretroller dann durch die Gegend fährt und einfach sich alles in Ruhe anguckt und bestimmt so 5 bis 10 Mal pro Schicht nach einem Pflaster gefragt wird. Aber es ist erstaunlich wenig richtig krasse Sachen passiert. Was war dein interessantester Einsatz? Oder ist das ein Datenschutz? Ich nenne ja keine Namen. Und Aber der Dings, der hat da... Das, was mich tatsächlich am längsten beschäftigt hat, wir hatten jemanden mit so ursprünglich relativ kleinen Verletzungen an den Fingerkuppen. So am Außenrand, da wo man gerne mal ranknibbelt. Warte mal, Tim, setz mal bitte die Kopfhörer. Also ich kenne die Geschichte deswegen. Er ist beschäftigt, das passt. Gut, dann erzähl weiter. Oder halt ihm jemand den Hut hier hin. Ja, ja. Das Interessante war, dass er halt schon 6 Tage auf dem Acker war und das Zeug nicht desinfiziert hatte. Und so an beiden Händen jeweils einem Finger ordentliche, dicke Entzündungen hatte. Und der kam tatsächlich in einer meiner ersten Schichten an. Ich habe die Finger gesehen und dachte mir, da darf ich nicht ran, weil ich nur Ersthelfer bin. Habe das an den Paramedic geschickt und das sind dann so Rettungssanitäter und welche mit höherer Ausbildung, die auch Medikamente geben dürfen und so. Der hat sich das angeguckt, wir holen mal einen Arzt. Ah ja, besser. Der Arzt wollte es auch nicht, hat es gleich zum Abdecker weit gebracht. Der Arzt meinte dann, wir schicken den mal direkt zum Handchirurg. Und er war dann beim Handchirurg und jetzt schaut alles super aus. Also wir sehen ihn einmal habt ihr hier oder habt ihr den? Nein, extern. Also wir machen keine größeren OPs. Ich weiß nicht, wohin. Wir machen keine größeren OPs, aber nur die kleinen, Clemens, wenn du noch was hast. Direkt unterm Hals amputieren und so. Ja. Wenn sich jemand die Tellerkopfschraube in den Fuß gefahren hat oder so. Passiert öfter, als man denkt. Camping Jesus oder was? Glamping Jesus? Aber die meisten Sachen waren tatsächlich Pflaster, Blasen, aufgeschürfte Wunden. Also relativ harmlos. Und man hatte viel Gelegenheit, Sachen zu lernen. Ich meine, das ist ja auch nochmal ein spezielles Setting. Hier haben wahrscheinlich die Ärzte auch mal Zeit, wenn jemand interessiert ist, oder nicht nur unbedingt Ärzte, wahrscheinlich auch ein Rettungssani, dir etwas zu erklären, wenn du nicht... Also du bist ja nur Ersthelfer. Ja. Aber du hast keine weitere Qualifikation, außer unser Anatomiestudium, was wir irgendwie mal vor vielen Jahren hatten. Ja, und die medizinische Forschung. Genau, stimmt, und die medizinische Forschung. Aber da hast du ja auch eher mit neurodegenerativen Krankheiten zu tun. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was man hier auf dem Platz findet. Ist auch spannend. Bist du sicher? Naja. Naja, nicht so viele. Ich hatte schon, fürs nächste Camp könnte ich rein theoretisch machen, ich baue irgendwo meine Kinect auf, mache Ganganalyse und am Ende habe ich so viele Datensätze, dass ich den Promillegrad von der Person erkennen könnte. Das geht auf jeden Fall. Zählt das als Arbeit? Ja, nein, das ist Forschung. Das ist okay. Gibt es schon ein C3-Labor? Oh! Ja, es gibt C3-Gelb. Die können wohl ein bisschen was. Okay. Aber... Hast du es jetzt hier? Ja, Timme, wie sieht's aus? Guck so. Lasset alle Hoffnung fahren. Das Dumme ist, ich kann jetzt das nicht vorher testen im Studio. Und, YouTube.dl hat er benutzt. Das ist ein super Player. Ich weiß gar nicht, was das ist. Sorry. Ja, ist das falsch? Werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich sehen, ja. Naja, also. Oder nicht. Geh nochmal auf uns gehen. Hier nochmal kurz Werbung. Ja, also das mache ich mal meine nächste Homepage.
Warum ist denn diese Maus hier so irgendwie weg? So, und ich hoffe, dass wir jetzt hier Ton kriegen. Das wird schon viel schöner. Achtung, möglich, sonst hol ich Feuerwehr. Sind Daten in Gefahr, kommt 1120 her. Kabel rein, Klappe zu, Datenverkehr. Wird Schutz gebrochen, kommt unsere Feuerwehr. Camp in der Pampa, alte Ziegelei. Eventphone ist da, hat Feuerwehr dabei. Illegale Datacenter zerquetschen wir zu Brei. Hast du was dagegen? Ruf doch den C3. Feuerwehr kommt mit Hydraulikrettungssatz. Einmal knickknack, Festplatte ist nur Matsch. Datenschlampen gibt's bei uns nämlich keine. Ich wähle 112, dann lernst du, was ich meine. Du hast Facebook, ich hab Feuerwehr. Du hast Firewall, ich hab Feuerwehr. Du schlüsselst Daten, ich hab Feuerwehr. Du hast redundantes System, ich hab Feuerwehr. 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 Nix Adressen speichern, immer einfach so. Ich hab Feuerwehr und DSGVO. 5 Petabyte in der Hightech-Serverkammer. Mit Feuerwehr-Support kommt alles unter'n Hammer. Feuerwehr hat Geräte für jedes Gelände. Mit Hydrozylinder ist Speicherzeit ganz schnell zu Ende. Feuerwehr schützt Daten, denn die sind die Guten. Mit Hydraulik-Scheren Quetschkraft 100 kN. Feuerwehr findet dich auf jeden Fall, Kollege. Denn Feuerwehr hat eine große Kettensäge. Schaumrohr und Wasserwerfer machen dich kaputt. Und im Notfall hat Feuerwehr einen Rettungstrupp. Mit Wireshark suchst du im Netz nach Schmutz. Feuerwehr hat Gasmasken und Atemschutz. Heul doch, du Schnüffler, in deiner Darknet-Gruppe. Ich hab Feuerwehr, beste Heldentruppe. Du hast Facebook, ich hab Feuerwehr. Du hast Firewall, ich hab Feuerwehr. Du schnüffelst Daten, ich hab Feuerwehr. Du hast redundantes System, ich hab Feuerwehr. Ich hab Feuerwehr. Ich hab Feuerwehr, ich hab Feuerwehr. Ich hab Feuerwehr. Ich hab Feuerwehr, ich hab Feuerwehr. Ich ruf Feuerwehr. Feuerwehr sofort zur Stelle. Blaulicht an, Martinshorn, Wassermarsch, Löschwelle. Bist du Datensammler, zack, gehst du Knast, mein kleiner Wutz. Heb mal bitte Seife auf, der Boss im Knast heißt Datenschutz. Feuerwehr ist höflich und super korrekt. Immer verfügbar, wie Aufbau denkt. Datenautobahn, Feuerwehr macht sauber. Und wenn's mal wieder brennt, rufen alle Feuerwehr. Gibt es Verletzte, holt Feuerwehr RTW. Egal, ob Hagel, Regen oder Schnee. Feuerwehr in Stadt, Dorf oder Garten, kommen mit Kanone und löschen alle Daten. Dezentrales Backup bei Google 5 Sterne. Widerstand zwecklos, denn Feuerwehr löscht sehr gerne. Opt-in, opt-out, wir wollen keine Spammer. Ohne Daten guckt ihr nur wie erschrockene Lämmer. Feuerwehr hat Äxte, Uniform und Martinshorn. Feuerwehr hat nie Aua, denn Feuerwehr hat Protektoren. Festplatten schreddern, Feuerwehr hat Spaß. Und das Allerbeste ist, Feuerwehr kann das. Du hast Facebook, ich hab Feuerwehr. Du hast Firewall, ich hab Feuerwehr. Du schnüffelst Daten, ich hab Feuerwehr. Du hast redundantes System, ich hab Feuerwehr. Ich hab Feuerwehr. Ich hab Feuerwehr, ich hab Feuerwehr. Ich hab Feuerwehr. Ich hab Feuerwehr, ich hab Feuerwehr. Feuerwehr hat Leitern und Rettungsgeräte. Feuerwehr hat riesige Wasservorräte. Feuerwehr hat Pumpen und Aggregate. Feuerwehr löscht sicher alle Fabrikate. Feuerwehr hat SKW, SLG und Datenwacht. Feuerwehr hat letztes Jahr 20 Server platt gemacht. Datensammler zittern, haben Angst vor Feuerwehr. Datensammler haben es schwer, Datensammler gibt's nicht mehr. Wahnsinn! Fuck yeah! Wenn sie jetzt noch Audio und Video synken, dann... Nee, das war alles perfekt gesynkt. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ja, schon die Maus war da so ein bisschen... die Maus. Ich weiß es nicht. Fehlkauf. Da freut man sich ja ehrlich gesagt schon direkt auf den Kongress, weil ich bin gespannt, was wir auf dem Kongress machen. Also dieses POC, das ist einfach der Wahnsinn immer mit ihren Musikvideos. Ich bin jedes Mal in Angst vor der nächsten Veranstaltung. Sagt aber auch ein bisschen, dass ihre Technologie zunehmend einfacher zu bedienen wird. Wir haben echt viel Zeit. Ich erwähnte schon die Massenvernichtungswaffeln vorhin, an denen sie auch, glaube ich, mit massiv beteiligt sind, oder? Ja, genau. Es gab beim VOG
beim C3 Wok einen roten Buzzer. Und jedes Mal, wenn eine Waffel fertig war, musste man den Buzzer drücken und dann wurden randomisiert 2 Decktelefone angerufen. Und die haben die Nachricht bekommen, ach übrigens, es ist eine Waffel für euch bereit. Wer von euch wurde angerufen? Ja, und die sind dann hin, habe ich schon gehört, und dann mussten sie sich trotzdem anstellen. Das ist natürlich Sauerei. Fehlkauf. So, weitere schöne Impressionen vom Camp. Wer hat denn noch irgendwas erlebt? Was soll ich nicht weitererzählen? Achso, warst du noch nicht fertig? Achso, möchtest du wieder zuhören bei den blutigen Themen? Wovon? Was? Ich weiß von nichts. Tala hat vom Zert erzählt. Achso. Alles gut. Lass doch mal den Dennis erzählen. Der hat bestimmt auch sein schönstes Ferienerlebnis hier. Kann mich nicht erinnern. Bist du aber on duty oder bist du hier for fun? Alles. Okay. Beauty, was? Ist sie ja auch im Dienst. Nee, aber die meisten sagen ja so, Computer keinen Bock mehr, machen auf Gärtner oder wartet andere auf mit Holz. Mit Holz, ne? Und kleinen Kennen Tieren. Wir ein paar Leute, die sagen, die machen nur mit Holz. Ich dachte mir jetzt Schnauze voll, habe ich Burger verkauft. War echt bei Friedel Richter. Ja. Und? Hast du nur das Geld eingenommen oder hast du die auch produziert? Nee, produzieren das machen die anderen. Ich mache ja immer nur Kasse so, das ist ja mein Ding. So. Ich mache Kasse. Genau. Hast du denn ein Frikadellen-Diplom? Nee, nix. Braucht man nicht für die Kasse. Nee, ach, Kasse kannst du irgendeinen hinstellen, muss nichts können. Passt. Da dachte ich, kann ich. Also eine Minute anlernen und dann ging's. Hat geklappt. Ja, ja. Okay, super, Dennis. Hast du dich auch mit technischen Dingen fest beschäftigt? Hier? Ja. Hab ich? Wir haben die Batch uns geholt. Ach so, ja, hier. Die Cardio. Erzähl ja, mal. Aber die braucht man ja nur zusammenschrauben. Ja, und dann? Habe ich geupdatet, habe ich eine Uhr installiert, weil es ja eine Uhr, brauche ich eine Uhr. Die andere konnte ich nicht lesen, deswegen habe ich mir die Digital Clock installiert. Und mehr noch nicht. Aber sie geht. Wenn man sie gestellt hat. Ja, habe ich. 21.54 Uhr, sagt sie. Was, die Uhr stellt sie nicht selbst? Nächstes Mal dann vielleicht. Das ist eine moderne Uhr. Geht aber wohl, kann man mit Bluetooth irgendwie rüberschicken, meinte vorhin jemand, aber es ist, kommt noch. Ja, ich finde, eine moderne Uhr könnte sich schon selbst stellen. Ja, kommt noch. Die kann ja Bluetooth. Ja. Wie viele Leute haben dich denn erkannt beim Burger verkaufen? Ja, nicht so viele. Also, weiß nicht, 2, 3. Hat nicht so gewedert wie sonst. Nee, genau. Der Hut hat ja unkenntlich gemacht. War ja ohne Mikro. Ja, verstehe. Ja. Also, sehe schon, bei denen ist es nicht viel zu holen. Max, wie geht es dir denn so auf dem Camp? Ach, du bist ja sowieso, ich meine, du bist ja jetzt überhaupt erstmal wieder im Heim angekommen. Ja, so, ja, ja. Wie lange warst du jetzt im Feindesland? Feindesland zählt Kalifornien, oder ist das? Trumpistan. 4 Jahre. Das war ja nur die Hälfte der Zeit, Trumpistan. Also okay. Das ist ja. Seit 2014. Also das erste Camp, das Camp davor, da war ich schon da. Da habe ich hier sogar diesen Podcast gehört. Drüben auf der anderen Seite, auch da gibt es das Internet. Und es ist jetzt bin ich wieder zu Hause. Tatsächlich. Also ich habe so doch ziemlich lange gefremdelt mit Berlin und mit Deutschland. Oh, das ist ein paar Jahre. So ein halbes Jahr, keine Ahnung, und so ein bisschen rougher Einstieg hier wieder. Aber das war sehr großartig hier. War so drüben das Internet zu gut? Und die Leute waren nett. Das ist so, ich habe ja nie woanders als in Berlin gelebt. Habe immer sagen lassen, dass die Berliner nicht so die allerherzlichsten Menschen sein sollen. Was willst du damit sagen, ey? Wir sind das ein Problem. Finger der Freundlichkeit. Wollen Sie kicken oder kurven? Im Fahrrad nicht in den ersten Wagen. Karte nehmen wir nicht. Jetzt noch? Ja. Ach ja. Ja, mach mal hin, ja. Genau, also insofern alles toll. Alles großartig. Und wie gesagt, mit Kind, der hat heute Raketen gebaut. Ich habe die ganze Zeit andere Väter von diesem Raketenabschießgerät weggeboxt. Der hat gelötet, der hat ein Einhorn-T-Shirt bekommen, er ist voll ausgestattet, er ist jetzt wirklich voll indoktriniert. Das geht nicht mehr weg. Also du bist sozusagen Teilnehmer des Kidspace. Ja, ich renne hinterher. Falls du noch nicht gemerkt hast, es gibt da ein ganzes Zelt voll mit Duplo, ja. Also das ist, Lego. Duplo? Nein, Lego Duplo. Ich dachte, es würde auch Lego geben. Lego ist Lego. Die Firma und ihr erstes Produkt und Duplo ist ein anderes Produkt. Ja. Das sind nämlich die großen Legos. Ja, die langweiligen. Ja.
Ich finde die gar nicht so langweilig. Ich auch mal ein Kind fürs nächste Camp. Ich finde, das ist schon so ein bisschen oben, von oben herab. So die, diese großen Duplos, die haben auch was für sich. Das ist, glaube ich, einfach, weil wir nie Duplo hatten, sondern immer gleich das Lego. Gute Lego, ja, ja, ich fand auch. Früher war alles besser. Genau. Mit dem wir hatten das, was noch ordentlich wehtat. Und dann ich wollte gerade sagen, Duplo macht wesentlich weniger Schmerzen. Aber Duplo ist so abgerundete, große. Oder oh, sorry. Das ist nicht abgerundet, das ist genau das Gleiche, bloß halt größer. Aber es tut nicht so weh. Das ist, ist nicht nur ein Nachteil. Das glaubst du auch nur, weil du es noch nicht ausprobiert hast. Doch, ich war in dem Zelt. Also so im direkten Vergleich, wenn man barfuß drüber läuft. Ihr könnt ja mal einen Blind-Vergleich organisieren. Ja. Blind-Test. Ich bin schon im Kopf dabei. Das Lego-Fakir-Contest im Kidspace. Ja. Apropos Raketen, Falten, Löten, wie auch immer. Also ich habe da zwei Sachen dazu. Eine Sache ist, der Rainer, der uns hier nicht nur die Previously macht, der kann auch das mit diesen Raketen. Und er hat Raketen aus Draht gebogen. Er hat dazu auch einen Workshop gemacht und hat mir eine davon geschenkt. Das ist super cool. Das ist ja wie aus dem Design, oder? Genau, das ist eine aus dem Design. Die anderen waren ein bisschen schwieriger, deswegen sind die nicht gebogen und gelötet worden. Also das ist die einfachste von allen. Die kann man sich selber biegen. Rainer hat da auch die Vorlagen dazu. Die geschwungene. Die geschwungene. Genau, die kann man... Schon schick. Die ist schon schick, ne? Also so als Kette Schmuck. Und also in mein Piercing hat sie nicht reingepasst, das haben wir schon ausprobiert. Wollte nicht. Und dann hatte Thala eine wunderbare Idee. Also ich bin verankert ja hier bei der Seabase und habe mich bei der Seabase um die Deko so ein bisschen gekümmert für die Main Hall. Ich meinte so, Thala, ich habe kein Budget, was kannst du mit Raumschiffen machen? Und da kam sie auf die glorreiche Idee, Raumschiffe in Origami zu falten. Unter anderem auch eine Rakete, die der Herr Pritloff nicht als die Ferry das sehen sollte, wollte, sondern als eine Krake. Das habe ich dir gar nicht erzählt, die Beleidigung. Genau, also Raketen kann man auch wunderbar falten. Und es gibt ziemlich viele Anleitungen für die ganzen Star Wars. Ja, auch. Gut. Star Wars, Star Trek. Aber diese genau diese ganzen Sachen als Origami-Geschichten, die man falten kann. Und hat mir Thala ziemlich viel geholfen, bei der Seabase ein SG-50-Zelt in Mülltüten zu hüllen, damit es nicht so weiß ist. Und Space Blankets und oben in der Decke hängen gefaltete Raumschiffe und Fairy Dust-Raketen. Ja. Das hat ziemlich viel Spaß gemacht. Oh ja, ich habe meine Leidenschaft für Sprühfarbe entdeckt. Ja, ich hoffe immer noch, dass dieses Zelt heil geblieben ist. Das werden wir dann morgen irgendwann sehen. Ich bin weg. Ja, danke. Ich bin aber noch am Überlegen, wie ich jetzt meine Tüte mit den ganzen Sprühfarben irgendwie nach Berlin bekomme. In den Öffentlichen. Ja, ich finde, du solltest auf jeden Fall mit diesen Sprühfarben irgendwie vorm Ostbahnhof rumlaufen. Die finden das großartig. Klacker, klacker, klacker. Was haben sie denn da? Deo? Also ich bin echt froh, dass dich damit in der S-Bahn niemand erwischt hat nach wie vor. Ja, mal gucken. Apropos Seabase, ihr habt ja da auch diesen schönen, die Antenne. Unseren Fernsehturm. Den Fernsehturm. Ja. Der wurde heute nochmal nachdekoriert, was ich sehr, sehr nett fand. Mit einer kleinen Hommage an die Funkstrecke. Da hängt jetzt nämlich auch eine Funkstrecke schön. Oben an der Seabase-Antenne. Ah, geil. Das fand ich sehr niedlich. Das finde ich wirklich toll. Das Ding ist im Übrigen gar nicht so leicht, hierher zu transportieren, haben wir festgestellt. Also mal, wie kommt es denn her? Wer hätte es gedacht, oder? Also der Fernsehturm, den in Berlin abzubauen, ist echt nicht so einfach, ohne dass es jemand merkt. Nee, du hast halt so eine riesige Kugel, die ist gefertigt, ich glaube, innen aus Holz und dann verkleidet mit, ich weiß nicht, was alle Schichten sind, unter anderem so Spiegelfolie. Und wenn man die halt versucht anzufassen an der falschen Stelle, macht es knack und du hast irgendwie so ein Problem mit dem Skelett, was da drumherum gebaut ist, um die Hülle des Fernsehturms. Und das restliche Holz ist jetzt auch nicht unbedingt die leichteste Ladung. Ich hoffe, das Auto war nicht überladen und wir sind nicht vorschriftsmäßig unterwegs gewesen. Aber es ist halt so vom Transportieren her, du hast halt diese riesige Kugel, so ein Transporter ist nicht so groß und man muss die hängend transportieren. Das heißt, wir haben halt versucht, eine Latte zu finden, die man an die Oberkante eines Sprinters hängen konnte, um dann daran diese Kugel zu hängen. Und die wir unten dann aber noch mit so einem, wir haben so eine, was ist das denn, so ein OP-Licht, so ein altes, diese drei Lichter, das haben wir dann noch unten rangestellt, damit diese Kugel nicht die ganze Zeit hin und her meandert in dem Transporter. Also es war sehr spannend, ich bin auch froh, dass sie es überlebt hat. Also zum Glück muss sie nicht zurück, ne? Theoretisch muss sie nicht zurücknehmen, die hat ihre
ihre Tat, wie heißt das? Endgültige Tatposition erreicht. Ja, genau. Wir lassen die einfach in Miltenberg. Das funktioniert ja ganz gut hier mit dem Einlagern, habe ich gehört, mit diesen Öfen. Haben sie nicht hier einen Lehmofen eingelagert? Ja, stimmt. Die haben den Lehmofen aus dem Kidspace eingelagert. Ja. Und wieder rausgeholt. Und wieder rausgeholt. Und soweit ich weiß, auch wieder in Betrieb genommen. In einem Ofen eingelagert. Den Ofen eingelagert. Ein Ofen in einem Ofen. Okay. I heard you like Ofen. Sehr Meta. Den Ofen. Ja, ja, das mag ich auch sehr. Was ist denn so euer Eindruck von dem Camp so an sich, also in seiner Gesamtheit? Du hast uns gar nicht dein schönstes Erlebnis erzählt. Ja. Oh. Ich grübel noch. Oh. Das war doch seine Makita-Pumpe. Das war ein persönliches Erlebnis, aber ja. Nee, aber wie findet ihr sozusagen die Gesamtkonstellation des Camps? Profimäßig. Profimäßig. Ja. Jeder kommt hier, macht so sein Ding, alles geht ratzfatz und jeder ist irgendwie beschäftigt und zieht so sein Ding hoch. Ist nicht so, also ist weniger chaotisch, als man denkt. Ja, da kann man nicht meckern. Wer denkt jetzt? Also du meinst jetzt alle, also einschließlich der Teil? Ja, sind alle mega vorbereitet, alle haben irgendwie voll viel dabei, sind ausgestattet hier, Glamping. Also jeder hier, gerade Letty, die hat schon, also nächste Camp macht Letty so eine riesen Burg, hat sie erzählt, mit allem. Eine Burg? Nicht? Ein Village. Achso, ein Village. Größer auf jeden Fall als jetzt und alle denken wahrscheinlich auch so, beim nächsten Mal wird aufgerüstet und das... Ja. Und ich mache Waffeln. Ja, genau, das muss man vielleicht mal dazu sagen. Was ich so bezeichnend fand, war ein Gespräch, was wir in der Business Lounge von Huckel hatten, dass nicht mehr so richtig nur noch um Technik geht, sondern alle hierher kommen, um sich wohlzufühlen. Also man bringt die Technik mit, es ist aber weniger geworden und es ist dieser Komfortfaktor, den alle irgendwie mitschleppen, sei es irgendwie die faltbare Küche oder Küchenschrank, wo ich erst dachte, boah, ganz schön spießig, aber jetzt ist es doch ganz geil. Irgendwie so einen geordneten Küchenschrank, ich bin schon am Überlegen, ob ich einen gefalteten Kleiderschrank nächstes Mal mitnehme. Nur für die Ordnung, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es irgendwie schön, alles geordnet zu haben. Was machst du in der Freakshow? Den Grund herausfinden, warum sie es geordnet hat. Als Therapiemaßnahme. Ja, genau, um es ein bisschen so einzunorden. Letty Kondo. Aber es ist auf jeden Fall erstaunlich, was die Leute hier so hochziehen für 5 Tage. Zum Beispiel ein Maibaum. Ja, genau, der Maibaum ist auch wirklich der Wahnsinn, dieser blinkende oder was auch immer. Da gab es aber schon, habe ich irgendwo im Vorbeigehen gehört, schon Versuche, den zu entern oder zu kassieren, weil er ist ja wohl aus Bayern oder aus Franken. Nee, nicht aus Franken. Die Franken waren es bestimmt. Also ich meine, das gehört ja dazu. Ich lief an irgendwelchen Leuten vorbei, die gerade Pläne schmiedeten, diesen Maibaum dazu. Ja, ich bin gespannt, wann ich ihn das nächste Mal woanders sehe. Ja, okay. Naja, aber Maibäume muss man klauen, das stimmt schon. Ja. Beim Aufbauen ist er durchgebrochen. Beim Aufbauen ist er durchgebrochen. Dann kann man ihn nicht mehr klauen. Sah dramatisch aus. Aber konnte offenbar wieder gefixt werden. Sah gerade ganz gut aus, auf jeden Fall. Ja. Darf ich auch mal was sagen, was jetzt nicht so jubelmäßig ist? Nee. Nein. Was, Kritik? Nein. Nein. Kritik ist hier nicht erwünscht. Ich habe ja nur wegen der Funkbastelei auch so ein bisschen diese Aufbaunummer miterlebt seit etlichen Wochen. Und die sind auch schon ziemlich cool, muss man sagen. Die haben auch wirklich, da wird auch nochmal sehr viel mehr Zeit dran verwendet. Wer ist jetzt die? Also ja, die Leute, die so seit Anfang, die so seit 5. August hier sind oder davor sogar noch. Da fiel mir jetzt schon auf, dass je mehr Leute hier sind, desto mehr wird hier dann aber auch verwaltet und verwalten gespielt und Spielregeln aufgestellt und desto mehr Leute laufen auch rum, die dich auf Spielregeln hinweisen und so weiter und so fort. Also es wird sozusagen auch ein bisschen deutscher. Steifer, das ist ein bisschen deutscher. Ich glaube, das muss vielleicht auch so sein, weil je mehr Leute du anschleppst, desto mehr Pappnasen schleppst du auch an, zwangsläufig. Wobei du hier schon eine ziemlich Pappnasen- und arschlochfreie Zone frisst. Ja, absolut. Aber das alles in allem, aber es ist mir denn schon aufgefallen, dass sozusagen je mehr Leute hier ankamen, desto mehr Leute liefen hier rum, die sich wichtig machten. Dieses Bobby-Car darf wirklich keine 30 Stundenkilometer fahren, auch nicht im Kidspace. Ja, oder auch, ich hoffe, ihr geht bitte nicht auf diesen Turm, wo das POC drauf stand. Da steht explizit, dass man da nicht drauf gehen sollte. Und ich hatte schon interessante Diskussionen, dass man müsste doch darauf gehen. Das ist wirklich nicht gestattet.
Deswegen hoffe ich, dass es jetzt niemals als Anlass nahm, auf diesen Turm draufzusteigen. Nein, nein, niemand würde das tun. Nein, niemand würde das tun, das finde ich gut. Alle sind hier sehr verantwortungsbewusst. Aber natürlich. Ja, noch jemand Prosecco? Was mir, ich dachte ja, ich hatte ja damit gerechnet, dass tatsächlich das Camp noch ein bisschen mehr selbstversorgermäßig ist tatsächlich, nachdem das ja auch so in den Ankündigungen schon so ein bisschen so durchklang. Ich habe jetzt zwar schon viele Leute mit Solarpanels, die ihre Powerbanks aufladen gesehen und es gibt ja hier und da auch mal so richtige Panels aufgestellt. Aber tatsächlich so beim Rumgehen dachte ich, es hätte eigentlich fast noch, also ich hätte mehr erwartet. Und ja, das ist ein Eindruck. Jetzt mehr Solartechnik. Mehr so erwartet. Eigenversorgung und weniger Materialschlacht mit so Komfort. Also mehr Solar, weniger Brede Nord. Ja, was auch immer. Ne? Also Letty hat ja hier in der letzten Sendung mit Wasserfiltern und so angefangen und dann haben wir auch ein bisschen Solar und was auch immer besprochen. Aber ja, also irgendwie sehe ich halt auch viel einfach von dieser Materialschlacht und immer mehr und immer größer und noch ein Raclette mitbringen und Waffeleisen und hast du nicht gesehen. Und nach dieser Veranstaltung, wo ihr über das Camp gesprochen habt und dann so diese 100 Sattelschlepper, die hier reinfahren und so weiter, oder irgendwie seht ja auch die Stromgeneratoren überall. Also eigentlich fände ich es auf jeden Fall ziemlich geil, wenn man das wirklich noch mehr öko-regenerativ, wie auch immer, hinkriegen könnte. Das stimmt, das sind alles Dieselgeneratoren, ja. Das ist mir auch aufgefallen. Das ist schon auch ein riesen Streetfood-Festival, ja. Das stimmt. Essen ist sehr lecker. Aber ich finde, das zählt ja auch so in diese dieses sich zu Hause fühlen, so dieses Wohlfühlen halt einfach. Also du willst halt nicht auf einer Veranstaltung sein, wo es kein gutes Essen gibt. Also dann merkt man, dass du sofort, dass alle Leute so ein bisschen so, scheiß Essen. Hast du dir nicht dreimal Pilze aus dem Wald geholt und dann Pilze gegessen? Der erste war wirklich aus Versehen. Ich bin halt angehalten und am Wegesrand gucke ich so vor mir so, oh, ein Birkenpilz, das ist aber schön. Irgendwann hieß es, dass ich drei groß. Stunden, ja, die hat vor drei Stunden Pilz gefunden. Frag mal, ob sie noch lebt. Ich nehme nur Pilze mit, die ich kenne. Und gestern war ich mit einer Freundin hier noch irgendwie Pilze jagen und da haben wir auch noch mal eine gute Mahlzeit gefunden. Naja, so durch den Wald. Pilze sind Rudeltiere. Du meinst, du hast die ersten gegessen und die zweiten sind schon weggelaufen? Nein, das waren wirklich nur Birkenpilze. Aber es war nicht so eine kluge Idee, irgendwie mit den Flipflops und kurzen Hosen in diesen Wald reinzurennen. Ich habe irgendwie so einen Stachel im Oberschenkel am Ende gehabt. Das Thala? Der hat es anwesend. Ja, ich weiß. Ich habe auch direkt zu Thala so, sieht das noch gut aus? Ja, gut, kannst du auch. Wenn es schlimmer wird, zum Zert kommen. Ja. Kurze Frage zwischendurch, hat jemand ein Taschentuch? Ja, ich als Heuschnupfer und Staubfreund. Wo wir schon gerade bei der Abteilung sind, was fehlt. Danke sehr. Also Cetirizin habe ich wirklich schon Vielleicht hat hier noch jemand einen Tipp für mich. Ich suche mal eine Gelegenheit, wo man mal einen Schokoriegel erwerben kann. Ich hätte hier so... Also es gibt ja super geile Karamell-Brownies, aber ich weiß nicht. Nein, nicht so fancy. Ich habe dir extra noch welche mitgebracht. Müsli-Schoko? Ja, nee, so richtig. Nee, das Snickers. Ist alles viel zu gesund. Nee, ich meine, sowas richtig, so ein richtig ordinäres, sowas knallt. Twix. Du kriegst nach der Sendung noch einen, ja? Sehr gut, alles klar. Danke. Ich weiß, dass heute. Und die Gelddrucker. Zum Autonomie bitte nächstes Mal mehr Gelddrucker mitbringen. Gelddrucker? Naja, so diese Dinger, die man dann bedroht mit Plastik und dann drucken die Geld. Das wäre tatsächlich praktisch. Stimmt, das gibt es gar nicht so. Gibt es irgendeine Bank, die sich finden würde, die hier einen Geldautomaten hinstellt? Das ist ein Zasterlaster, aber der ist Girl and Only, ne? Oder was? Und ich hätte da noch eine Anmerkung zum Grauwasser-Thema. So ein paar Urinale wären nicht verkehrt. Dann würden die Leute, die sich einfach wirklich nicht hinsetzen, vielleicht irgendwo hinstellen, wo es okay ist, weil kein anderer sich da hinsetzt. Wie bitte? Okay. Skip. Ich führe das nicht weiter aus. Skip. Aber glaub mir, es wäre besser. Ich finde ja, man könnte in solchen die Hygiene betreffenden Verhaltensweisen dann auch nochmal auf selbige einwirken. Also das ist ja vielleicht dann auch. Hey, könnte man, hilft aber vielleicht nicht. Doch, das ganz so gut wie die andere Lösung. Was mir so ein bisschen fehlt, sind die Kompoletten von dem Fusion-Grill. Die finde ich ja so großartig, die stinken auch nicht. Wobei, hier gibt es ja zum Glück keine Dixie-Klos. Als Frau ist es immer so ein bisschen so... Doch, hier gibt es Daten-Klos. Du weißt auch, was mit denen passiert ist. Ja, sie wurden viermal schon benutzt, weil sich jemand... Ja, egal. Nicht auskannte. Aber hinterher korrekt wieder mit Kabelbindern verschlossen. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Aber ich meine... Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als Frau finde ich immer so eine Veranstaltung steht und fällt mit der Hygiene. Anstrengend. Für die Oberschenkel vor allem. Entschuldigung. Das verstehen nur die wenigsten. Nee, es geht schon.
Alle Frauen. Alle Frauen und Dennis. Nee, aber das fand ich auch in der Fusion irgendwie so interessant an dem Gelände, dass sie sich diese Kompoletten gebaut haben und du hast so dieses Das ist jetzt aber keine Gesichtsbehaarung, oder? Kompoletten? Bitte? Ach, nichts. Das sind Komposttoiletten. Komposttoiletten, so. Die mit Sägespänen und ab und zu, glaube ich, auch mit einer Schicht Erde versehen werden, in die du halt dein Geschäft verrichtest. Und was interessant ist, selbst wenn es warm ist, stinkt das nicht. Und es ist, fand das immer irgendwie total toll. So. Ich weiß nicht, wie nachhaltig das ist. Prüfst du die Temperatur? Oder? Ich wollte auch gerade fragen, wieso weißt du, wie warm es ist? Wie warm ist es halt? Ja, wenn es draußen warm ist. Genau, also, du hast halt diese... ist warum warm, aber riecht nur. Ich kann dir sagen, keine Geschmacksprobe. Die Geruchsentwicklung. Ja, ich kann dir sagen, warum es nicht stinkt, weil diese Kompoletten Urin und Scheiße trennen. Ja, aber ich fand, ich würde mich gerne, da könntest du im Übrigen mal ein CAE drüber machen, doch. Diese Kompoletten. Genau. Genau. Wir reden nicht weiter drüber. Tim macht ein CAE. Okay. Mach mal Scheiße. Mach mal richtig einen Scheiß CAE, bitte. So richtig Scheiß CAE. CAE. Über die Kompoletten, ob das nachhaltig ist und wie das funktioniert. Also ich fand das interessant, dieses Prinzip zu sehen, kackst da schön in diese Tonne rein oder pinkelst da rein, das ist ja auch egal, aber es ist halt, ich fand das interessant, weil es im Vergleich zu anderen Festivals, wo du irgendwie diese Dixie-Hölle hast, also nicht als Datenklo, Clemens, fand ich das halt echt interessant. Kannst du das mal machen? Und wer trennt das, Tim? Wie was? Läuft die Trennung ab? Das ja, wollte ich auch, wie wird das getrennt? Wer trennt das? Die Schwerkraft? Ach so. Genau, du hattest meist, also ich habe das gesehen, dass da irgendwie so auch ein Rohrsystem war. Ich vermute, dass sie damit das alles was... Das suppt da unten sozusagen ja. raus. Also die Flüssigkeit läuft dann raus. Es sind da so Gitter, genau. Und dadurch wird das halt getrennt. Und die ganze Urin wird dann halt gleich quasi da, wo auch die anderen Pissoirs alle hin abgeleitet werden, wird das sozusagen gleich... weggeschickt, aber was stinkt, ist immer der Urin. Die Scheiße stinkt eigentlich gar nicht, was ganz lustig ist eigentlich. Auch, ne? Man denkt ja, Mann, die Scheiße stinkt, aber die Scheiße stinkt nicht. Aber da könntest du mal ein CAE drüber machen. Das fand ich etwas sehr spannend. Egal. Ich mach doch unbedingt ein CAE drüber. Kompoletten nicht über... Machst du auch sonst über jeden Scheiß. Echt mal. Damit hast du die komplette Nahrungskette einmal abgearbeitet. Ich bin mittlerweile so in dem Alter angekommen, wo ich sogar 5-Tage-Camp als zu kurz ansehe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ja. Es ist schon so alles in so einem Equilibrium angekommen. Was, sind schon 5 Tage? Du volontierst für den Abbau, höre ich gerade, ja. Ja, ich weiß, dass das alles... Herausforderungen sind, so gerade was so Helfer und auch bestimmte Kosten betrifft, die sich auch mit jedem Veranstaltungstag verlängern. Aber so im Großen und Ganzen ist irgendwie so dieses Mittwoch-Anfangen irgendwie auch nichts. Ja, du warst ja schon vorher hier. Das sind eben. Ja auch sehr viele. Aber ja, ich wäre auch sonst vorher da. So, dann wäre ich halt 2 Wochen hier, das ist auch sehr schön, oder 3. Genau, und die letzten 3 Tage sind Talks, das ist doch okay. Ja, nee, also ich finde schon so, es ist ja schon ein Unterschied, ob du so wirklich so den Operations-Modus auch wirklich angeworfen hast oder ob du nur sozusagen drauf hinfieberst. Also dieses ein paar Tage vorher kommen, finde ich halt einfach wichtig, um überhaupt erstmal so ein bisschen so runter zu kommen und sich so ein bisschen drauf einzustellen auf den ganzen Modus. Aber ja, ich denke, es wäre einfach noch müsste eigentlich immer so weitergehen. Immer. Dusche habe ich auch nicht an Tag 0 oder 1 gefunden. Also es dauert, bis man hier so alles mal gesehen hat. Die Zeltschichten helfen. Genau, und dann wüsste ich noch ganz gerne, wer dieser Troll war, der das Zelt Johnson auf die eine Seite und das Huckcenter auf die andere Seite gepackt hat, aber dann stand es im Plan genau andersrum. Wer war das? Zahlreiche Verabredungen sind gescheitert, weil ich den Leuten immer gesagt habe, sie sollen sich zum Zelt Johnson bewegen und Johnson war dann überhaupt gar nicht da. Bitte melde dich. Bitte melde dich. Hat Johnson auch eine Decknummer auf dem Rücken geklebt? Ja, keine Ahnung. Aber das ist irgendwie der einzige Fehler, den ich so richtig erkennen kann an dieser Veranstaltung und alles andere. Deine Karte ist einfach nicht up to date. Was? Deine Karte ist einfach nicht up to date. Das ist die Karte, die wir alle in die Hand gedrückt bekommen haben. Echt? Ja. Print oder was? Ja. Ach so.
dachte, Print ist tot. Ja. Ja, merkt man. Deswegen. Alles falsch. Fehlkauf. Fake News. So, haben wir noch Themen? Also, ich könnten ja nochmal auf diese Cardio zurückkommen. Ich habe noch einen Request kurz. Ich bin hier nebenan, muss noch so ein Display reparieren und ich brauche einen Admiral Dragon, wenn es geht. Wenn einer sowas hat, kann er sich an mich wenden. Okay, was mit Cardio? Ich finde, dass dieses Mal das Cardio einfacher zu bedienen ist als vorher die Radio Badge. Und also vor allem auch das Zusammenfrickeln irgendwie wesentlich einfacher geht. Also, aus der Seite, man verliert die Schrauben. Aber es ist irgendwie wirklich nur einmal draufkleben, ein paar Schrauben zusammen, fertig, du hast deine Badge. Und ich finde das sehr, sehr schön. Also keine Ahnung, wie gut diese Sensoren dann auch wirklich für das Cardio funktionieren. Aber es blinkt erstmal ganz schön. Am Arm, man sollte vielleicht damit nicht auf Toilette gehen oder Hände waschen. Ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, ein bisschen hochziehen. Weiß nicht, wie gut das so mit dem Wasser sich verträgt. Aber mit schon duschen, oh schön, ja. Na dann. Vielleicht kann man damit auch duschen. Ja, und aber lebt die Cardio noch? Nein. Nein, ja, super. Merkst du selber, oder? Also ich meine. Einmal. Genau, ein einziges Mal. Ich habe übrigens heute erst entdeckt, oder gestern Abend oder so durch Zufall, durch einen Tweet der Firma Bosch, wir sagen jetzt wieder nur den Namen, um das Wok zu dissen, dass da ein Luftgütesensor mit drauf ist. Luftgüte? Da habe ich, aber, ja, hab ich noch keine Abfuhr gefunden oder sowas. Ja, aber doch, man Ding kann so Temperatur sehen, Hektopascal und irgendeine Einheit, die ich nicht kannte. Nee, das Ding soll Gas schnüffeln können. Es soll gefährliche Gase schnüffeln können. Vielleicht war das das. Und das erzählt dir die Firma Bosch. Halt doch meinen Staub. Es sind immer noch 27. Was, wie? Keine Dieselabgase. Ah, okay. Es sind immer noch 27 Grad. Ja. Irgendjemand anderes meint, das ist ein Alkoholtest. Ihr müsst das wiederholen. Dieselabgase lassen sich damit nicht schnüffeln, habe ich verstanden. Stimmt das? Der ist ja auch vom Bosch, oder nicht? Wer der da? Wer der Sensor wahrscheinlich, oder? Meine ist gerade die Batterie verstorben hier in der Sendung. Hat jemand einen USB-Lader da? USB-C-Lader? Ja. Sehr gut. Dennis, ich habe dein Kabel nur so zu Info. Nee, hast du nicht, weil ich hab's ja hier. Jetzt wird erstmal die Makita Powerbank an die Uhr angeschlossen. Das hat Dennis dann für dich. Ach so, Kabel, konkret. Ey. Ja, aber die Idee finde ich halt ganz interessant. Welche? Über MicroPython an das Gerät heranzugehen. Also beim IMF-Camp auf dieser Tilda-Badge gab es das ja auch schon. Ja. Ach so. Und das ist auf jeden Fall erstmal eine Hürde weniger, als irgendwie mit C herumzuarbeiten. Wenn man das nicht kennt und Python ist, finde ich schon nochmal eine gängigere Sprache oder eine einfachere Python Sprache. Python ist die Hürde. Python ist die Hölle. Wollen wir noch über Tabs und Spaces reden? Da wären wir nie Eben, fertig. Genau. Mhm. Na, aber ich fand das irgendwie, ist irgendwie schön und ich habe jetzt auch nichts Besonderes gemacht, außer mal so irgendwie den so einen Regenbogen über das HSV, das hattest du mir ja mal empfohlen, nicht über RGB einen Regenbogen loopen zu lassen, sondern über diese HSV-Farbskala und irgendwie läuft da jetzt halt ein Regenbogen über meine Uhr. Mit einem Offset natürlich, damit nicht jede dieselbe Farbe hat, das ist sehr schön. Über HSV, nicht über St. Pauli? Ein Fußballwitz muss sein, oder? Ich meine, nur für Tim. Dass Tim noch nichts über Fußball geredet hat, ist eh so. Warst du nicht am Sonntag bei Union? Ja, klar. Und, soll ich jetzt da was zu erzählen? Nee, oder was? Das wollen wir nicht hören. War auch nicht so glorios, oder? Sprich das doch nicht an. Doch, das war extrem glorios. Ach, ich hab dir nicht gesagt, guck Roddy an. Diese LSD-Farbmodi sind auch echt LSD-Nickname. Ja, das ist. Kommen wir zu den Anwendungen. Ich kritisiere ja immer die Anwendung. Mhm. Und ich finde es ja ganz toll, dass wir irgendwie so Hardware-Plattformen haben, die dann alles Mögliche theoretisch ermöglichen können. So, man könnte ja und Sensor hier und Sensor da. Aber frage mich halt immer noch, ob nicht irgendwie für ein Event ein Device nicht primär auf das Event hin ausgerichtet sein sollte. Da sind Raketen drauf. Ja, ja, aber Tim, in Blau, in Gelb und Grün. Jedes Mal, wenn du an Dingen vorbeiläufst, kannst du dir dann EKG machen oder deine Herzfrequenz anschauen und sagen so, oh, das berührt mich so sehr gerade, dieses Licht da im Baum.
Kannst du das denn auch per Bluetooth macht an dein das Telefon schicken und das dann per Instagram mit deinen Freunden scheren? Die Leute, die gestern dieses Schüttelspiel gespielt haben, fand ich aber auch sehr lustig anzuschauen. Schüttelspiel? Du willst jetzt vom Thema ablenken, oder was? Nee, da gibt's so ein Spiel, wo er misst, wie stark du die Hand bewegst. Und wenn du sie zu stark bewegst, dann geht dein Licht von grün auf rot und dann bist du draußen. Und der Letzte, der noch irgendwie eine grüne Uhr hat, der gewinnt dann. Und dann rennen die da wie die Bekloppten rum. Ja, ist das korrekt? Joust. Ja, das ist auch nicht neu, das gab es schon, ich weiß nicht, das gab es schon Fino vor länger, ne? Ich weiß nicht, ist schon eine ganze Weile unterwegs. Ja, das ist an sich ein ganz gutes Beispiel, wie ich finde, weil es nämlich tatsächlich für die Dynamik auf der Veranstaltung enorm was beiacht. Also wenn du so 8 Leuten zuschaust, die dieses Spiel spielen, also für die Leute, die es noch nicht verstanden haben oder nicht gesehen haben, das ist so ein bisschen, als wenn du so ein Waffeleis in der Hand hast, so quasi aber als Gerät, ne, wo dann die Eiskugel leuchtet, also im Prinzip so ein bisschen digitaler Eierlauf und die Kugel signalisiert halt mit ihrer Farbe ihren Zustand und wenn sie halt noch nicht genug geschüttelt ist, dann hat sie irgendeine Farbe und wenn man es halt zu schnell macht, dann wird sie rot und dann ist man raus. Und da halt 8 oder 10 Leute gleichzeitig irgendwie so einen Teil in die Hand gedrückt bekommen, wabern sie jetzt also alle wirklich so wie so Eurythmisten aus der Waldorfschule umeinander herum, ja, und versuchen die anderen in so eine Situation zu bringen, in der sie sich zu viel bewegen, ohne dabei natürlich sich selbst zu viel zu bewegen. Und das erzeugt tatsächlich interessante Muster. Ich habe mir das in diesem wunderschönen Bus, der hier irgendwo steht, habt ihr den gesehen? Dieser Bus, der oben nochmal so einen Balkon oben drauf hat. Ja. Ist auch großartig. Also so ein Bus, wo so quasi so eine Holzdecke oben drauf ist. Ja. Ja? Ja, du kannst einfach in den Bus rein und dann stehst du irgendwie da oben, wirst auch mit Getränk begrüßt und so weiter und kannst dich da über künstliche Intelligenz unterhalten. Und man kann vor allem halt so von oben schauen. Da sah ich halt dann auch gerade mal wieder so eine Bande dieses Spiel spielen. Und ich fand es einfach so von der ganzen Raumästhetik erstmal schon mal ganz nett, weil du hast natürlich im Dunkeln diese leuchtenden Eier, die dann sozusagen die ganze Zeit umeinander kreisen. So. Aber es ist natürlich auch so von dieser ganzen physischen Interaktion, die Menschen so miteinander haben, auch ein schönes Bild. Und wir wissen ja so, dass der gemeine Nerd gemeinhin ja sozusagen Bewegungsprobleme hat und auch was die sozialen Interaktionen betrifft, alles noch so ein bisschen verbesserungsfähig ist. Und das sind solche Sachen natürlich ganz gut. Wenn wir das dann wieder zurückübertragen auf die Idee eines Badge im Sinne von etwas, was jeder bekommt und jeder trägt, würde man sich dann nicht wünschen, auch etwas als Anwendung auf so einem Gerät zu haben, was genau solche Effekte auch befeuert. Es ist schon staubig genug auf dem Camp. Außerdem kannst du ja sagen, ob du angesprochen werden möchtest oder nicht. Exakt, das ist ja ganz Standard. Wichtiges Feature. Ja, grün und rot. Aber hast du gesehen, wie viele Leute mit blinkenden LEDs durch die Gegend rennen? Ich meine, da weißt du ja überhaupt nicht mehr, was das bedeutet. Oh, du bist rot und grün gleichzeitig. Du machst mich ganz wuschig. Ja. Wo ist deine Uhr? Ja, hier. Nee, die andere. Die richtige. Ja, ich hab das noch nicht. Also ich meine, EKG habe ich schon seit ein paar Jahren. Nee, stimmt nicht. Mir wurde vorhin gesagt, dass es möglich ist, per Bluetooth LE den Buzzer einzuschalten. Das hat Toto rausgefunden. Den Was, Buzzer? Und dann, also da ist ja so ein kleiner Vibrationsmotor drin, in dem Ding. Und ja. Den kann man per Bluetooth LE einschalten. Also auch ohne Authentifizierung. Und dann kann man für jeden, der quasi im Umkreis ist und BLE eingeschaltet hat, kann man... Genau. Ja, aber das ist in der Tat schon mal ein ganz guter Ansatz. Ja, also ich meine, man könnte ja im Prinzip so ein Hidden Tinder einbauen. Na, es ja? gibt doch schon Tinder eine Tinder-App. Tinder als App gab es schon. Auf dem Cardio? Ja. Und wie funktioniert die? Ich hab's nicht runtergeladen. Ach so. Nee. Rainbow Improved war drüber und das musste ich nehmen. Naja, ich meine, wenn dann sozusagen so deine potenziellen Partner in Crime in deiner Nähe sind, dann fängt es halt so an zu vibrieren. Und dann? Und dann musst du um dich herumschauen, wer von denen so aussieht, als würde es da auch gerade vibrieren. Und dazu brauchst du so eine Uhr. Das läuft im normalen Leben genauso. Ja, genau. Das ist quasi so ein Emotionsverstärker. Vielleicht kann man ja auch mit diesem Herztaler, was ist das noch? Kannst du EKG. Also... Aber man muss ja da sozusagen nochmal ein spezielles Kabel ranmachen und sich dann wirklich so diese Kontakte irgendwo draufballern. Nee, du hast einen kleinen Sensor, machst du einfach deinen Daumen drauf. Die Kabel sind extra. Ja. Musst du nicht benutzen. Ein Kanal EKG, also hast Okay. Na super. Und
kann man dann sozusagen auch so, könnten wir da auch so Emotionen, also so Anwallungen? Pulsrate kriegst du auf jeden Fall hin. Und Aussetzer vom Herzschlag, aber dann Emotionen ist... Schon. Ist das sind dann die, die nicht zusammenpassen vielleicht. Ja, vielleicht. Letty ist tot. Also leider ja, nicht ja. Irgendwie. Das ergibt das natürlich auch. Also. Ja, die Linie ist recht flach. Ja, ja. Also wäre dann sozusagen ein Pulssensor nicht viel sinnvoller? Ist es ja quasi. Wieso? Na, weil wenn du EKG-Ausschläge hast, dann siehst du gleichzeitig auch deinen Puls. Puls ist ja nur Herz. Dein Herz schlägt verkehrt rum. Thala, ich glaube, ich habe Herzprobleme. Wollen wir zum Zert gehen? Wir haben coole EKG, auch mit mehr als einer Kanalableitung. Sogar zum Ausdrucken. Na toll. So, was möchtet ihr denn den Menschen hier noch mit auf den Weg geben heute? Alles Liebe. Geht auf fehlkauf.biz. Liked, retweeted, shared. Nein, was ich jetzt meine ist, wir haben jetzt noch einen Tag Zeit und Dinge, die ihr hier gesehen habt, von denen ihr möchtet, dass man sie unbedingt gesehen hat. Auf dem Berg gibt's, habe ich beim Aufbau gesehen, danach habe ich es aber nicht mehr hingeschafft. Jungs, die eine steuerbare Antenne haben, die Wettersatelliten verfolgen und deren Daten abgreifen. Und? Ja, kann man sich angucken. Die Daten nicht sowieso bereitgestellt? Also ja, das ist ja darum ist ja so einfach. Genau, Daten. Selber machen. Ah, den Downlink. Ja. Okay. Außerdem drehen Antennen sind doch cool. Nicht? Du bist so ein einfaches Gemüt, das ist sehr schön. Ja, mehr Sachen mit Holz und kleinen Antennen. Ich finde, man soll sich hier verlieren, einfach mal wirklich rumlaufen und man mal wissen, wo man nicht mehr ist, weil man so geflasht ist von den Eindrücken, die hier so sind, von den Lichtern. Ich habe ein paar Sachen entdeckt, die auf dem Kongress, glaube ich, auch standen, irgendwo ganz woanders, so, weil ich von oben drauf geschaut habe. Nur dann habe ich sie überhaupt erst gesehen, diese Strukturpalme, ich glaube, die stand bei Saal 2 irgendwie in dem Raum, ich weiß immer nicht, wie die ganzen Sachen heißen, in irgendeiner Halle. Die habe ich irgendwie so von oben herauf schön beleuchtet gesehen. Bitte? Chaos West, genau, stimmt. Ja, genau, das war von denen. Eine Strukturpalme? Na, so eine Palme. Steht neben der Rakete. Ja, ein Stück weiter davor, ja. Egal, ja, je nachdem, aus welcher Richtung also du guckst. Also wenn man von oben guckt, steht sie davor. Was ist denn eine Strukturpalme? Du hast das gesagt, also ich frage jetzt mal. Eine Palme aus... Struktur. Struktur, genau. Okay. Nicht aus Blättern. Keine Blätterpalme, sondern eine Strukturpalme. So ich finde das so offensichtlich. Ich weiß immer noch nicht, was Sache ist. Wenn du sie siehst, genau. Wirst du dich daran erinnern und dann siehst du, das ist eine Strukturpalme. Einfach nach einer Palme Ausschau halten, Tim, und dann ist alles gut. Oder nach so einer Tiki-Bar, die auch. Genau. Und wenn die ordentlich Struktur hat, dann ist es eine Strukturpalme. Ja. Ja, die Tiki-Bar, die ist ja hier so ein Import aus Seattle. Ne? Das ist so Amerikaner. Kennen die also nicht. Ganz, bitte? Kennen die nicht. Wer kennt was nicht? Die Tiki-Bar. Von früher, meinst du diese Videoserie da? Nein, ich meine nicht diese Videoserie. Die Videoserie, die du meinst, an die ich natürlich auch zuerst denken musste, als ich das gehört habe, der ist ja sozusagen nur, spielt in einer Tiki-Bar, aber Tiki-Bar ist an sich ja ein Konzept und Tiki-Bar ist halt im Wesentlichen hawaiianische Cocktails in den passenden Dings anbieten. Und die haben sich den Spaß gemacht, halt nicht nur eine Tiki-Bar hier mit irgendwie aufs Camp zu schleppen, sondern sich jeden Tag woanders hinzustellen. Das ist ganz lustig. Ja. Mobile Tiki-Bar. Ja, genau. Also ich kann euch nicht sagen, wo ihr hingehen müsst, aber es gibt irgendwo eine Tiki-Bar, die man finden kann und dann gibt es da Drinks. Und Hawaii-Shirts. Wir haben auch eine Garderobe. Und Hawaii-Shirts. Und man darf die auch mitnehmen. Muss man das Shirt anziehen, um einen Drink zu kriegen? Man kann das tun, aber ich glaube, es ist nicht Pflicht. Ah. Angemessen. Wir sind doch auf dem Camp. Ja. Alles kann, nichts muss. Ja. Oh. Das hast du schön gesagt, Rufe. Aber die besten Sachen findet man auf jeden Fall sowieso, wenn man nach ganz anderen Sachen sucht. Also das zu diesem mal gehen, laufen lassen und so. Ich habe auf jeden Fall auch mir immer jeden Tag eine Mission gestellt, was ich finden müsste und habe dabei ganz viele andere tolle Sachen gefunden. Zum Beispiel die Eiswürfelmaschine habe ich gleich an Tag 0 gefunden. Der Eiswürfelautomat ist genau, großartig. Genau, das haben ganz viele andere gesucht, verzweifelt. Und ich habe die schon gefunden. Wird das denn benutzt? Echt, wir sind einfach hingegangen. Ja, ja. Aber es gibt Leute, die haben sie bis heute noch nicht gesehen. Aber dabei zeigen überall Schilder in Richtung. Ja, ja, aber mit diesen ganzen Wegen und bei Nacht, also ich habe gestern mich auch nochmal verlaufen tatsächlich auf dem Camp. Wow. Ja. Die steht hier in so einer Wegkreuzung, ne? Genau auf der. Direkt neben einem Redenort, man kann es gar nicht verfehlen. Der kleine Huckel möchte vom Zert abgeholt werden.
Hast du die Deckt hinten drauf? Einfach. Ich hab's nicht geschafft, auf so einer Bahn mitzufahren. Das hätte ich gerne gemacht. Die fahren auch irgendwie seltener, habe ich den Eindruck. Ja. Eine Bahn oder eine selbstgebaute Bahn? Da ist ein Fahrplan. Bahn. Irgendeine Bahn, egal was. Da ist ein Fahrplan, da steht. Ich bin bei einfach bei einer manchmal zugestiegen, die vorbeikam. Manchmal fahren sie und manchmal nicht. Ja, die haben nicht, also dann hätte sie mich überfahren, fürchte ich. Oder beziehungsweise so schnell das Kind in jeden Fall. Hat also nicht von den fahrenden Bahnen runterspringen, vor allem wenn man normalerweise sitzender Informatiker ist und hauptberuflich. Hatte sie da was? Verdrehte Knie und verstauchte Knöchel sind Hochkonjunktur. Schön. Die Bewegungsexpertin hat gesprochen. Ja, ist generell so ein bisschen unpraktisch von schneller fahrenden Objekten. Reden wir von der gleichen Bahn? Schneller fahrende Objekte? Die sind teilweise ganz schön. Und man für unterschätzt Nerds es auch, wenn man drauf steht und denkt, die ist langsam genug, dass ich springen kann, aber eigentlich nicht in der Lage bin zu springen und schon gar nicht sinnvoll zu landen. Apropos Haltestellen, die aufploppen beim Pilze sammeln. Und nein, wir waren nüchtern. Ploppte auf, also wir sind irgendwo reingekommen und da gab es so eine Gartensiedlung und auf einmal stand da so eine Abfahrtsplan von der BVG, weiß ich nicht, irgendwas Mildenberg nach, keine Ahnung, wirklich so im Nichts vor so einem einzelnen Häuschen, so ein alter, ich glaube, es ist ein alter BVG-Fahrplan. Wir standen davon so, okay, mit Busabfahrtszeiten. Also hier wird man nicht nur auf dem Camp getrollt, sondern auch ein bisschen außerhalb. Ich habe ja hier mein Landsitz in der Nähe und ich kann dir sagen, dass bis vor gar nicht allzu langer Zeit fuhr der Bus bei uns donnerstags. Das Ding ist, wenn man den verpasst. Ja, wenn man den verpasst, braucht man ein bisschen. Das Ding ist, da gab es keine richtige Straße, also jedenfalls keine Befestigung. Es gab einen Waldweg. Ist das vielleicht so für so Seniorenheime, wo die Leute, es gibt es wohl wirklich, das dass in Seniorenheime sein. Werden für demente Leute Haltestellen aufgebaut, damit sie nicht mehr wissen, dass sie gar nicht mehr in Berlin sind. dann gehen die da hin und warten auf den Bus, wenn sie wegrennen wollen. Demente Leute müssen meistens immer gerne irgendwo hin. Ja. Das ist irgendwie so ein Krankheitsbild, dass die das dringende Gefühl haben, irgendwo hin zu müssen. Aber sie sind ja nicht so crazy, dass sie dann losjoggen oder so, sondern sie setzen sich halt hin und warten auf den Bus. Und deswegen gibt es wirklich Bushaltestellen, wo halt kein Bus kommt. Und da kommen halt nur die Pfleger gelegentlich mal vorbei. Und sammeln wieder ein. Mit dem Bus hoffe ich dann. Also ich habe das in einem Altenheim auch wirklich mal gesehen. Das war an die Wand gemalt, eine Bushaltestelle, aber war niemand da. Also ich habe ja eine Geschichte gehört, dass Leute irgendwie mit einem Floß oder einem Boot anreisen wollten, aber dann die Schleuse einen Defekt hatte, das Floß oder das Boot zurückbleiben musste und dann ein Nerd mit 37 Kilometer mit Rucksack irgendwie zum Camp alleine dann aufgebrochen ist und die anderen zurück an der Schleuse gelassen hat. Nach dem Fußmarsch ist er doch kein Nerd mehr. Das ist ja irgendwie. Fand ich auch ganz putzig. Ich finde es sehr lustig am Kidspace. Also ich neige auch dazu, wenn ich ins Wasser gehe, mich sehr, sehr, sehr dumm anzustellen und mich nicht reinzutrauen. Also die einfachste Technik ist ja einfach reinzuspringen. Aber hier ist das regelrecht so ein Fließband an Nicht-Trauern. An sehr, sehr blassen Männern, die sich nicht ins Wasser reintrauen und dann alle so Zentimeter für Zentimeter gehen. Ich habe Farbe bekommen. An den Händen. Aber wirklich auch das, nur da. Wann warst du das letzte Mal duschen? Nein, vorhin. Okay. Ich hab sie auch oft genug desinfiziert. Das ist tatsächlich Hautfarbe. Okay, nee, weil es gibt ganz oft diesen Effekt. Erzähl uns mehr, Huckel. Das ist nur Dreck, ist meinst du. Ich habe Tarn. Nein, das ist Dreck, du musst mal wieder duschen. Das ist tatsächlich was ich auch, also jetzt nicht unbedingt sehenswert, eher nicht sehenswert. Trinkt genug und wascht euch regelmäßig Hände und Füße. Ja. Aber du kannst, ich meine, du läufst zur Dusche, hast die saubersten Füße dort, musst 20 Minuten zurücklaufen, die sind schmutziger als zuvor. Ja. Also es ist unmöglich, hier Staub. Da gibt's, da gibt's. An sich ja. Ich kann aber sagen, diese Füße wurden nicht geduscht und nicht sauber gemacht. Da gibt es einen Lifehack, fahr mit dem Fahrrad. Dann musst du nicht in dem Dreck rumrennen. Fahrrad. Gummistiefel. Sehr praktisch. Sein Fahrrad. Sein Fahrrad ist super. Habt ihr eigentlich Post bekommen von der Chaospost? Ja, ja. Ich. Habe ich doch gleich am Anfang erzählt. Ja, aber noch hier. Wir haben mit dem YouTube gekämpft. Von Team Habe. Echt? Dir schreibt ein Hafen? Mir hat der Hafen geschrieben, ja. Und das ist aber was ganz Persönliches und Privates. Das ist übrigens auch eine schöne Gegend. Wer da noch nicht war, ist ein bisschen off nochmal von hier, aber da hinten gibt es noch so einen Hafen. Also ich finde meine Mittagsstelle. Ich finde ja diese Chaospost wirklich ein ganz hervorragendes Ding, weil man es wirklich auch zu, also diese Möglichkeit irgendwie Leute zu erreichen, von denen man noch nicht mal weiß, wer sie sind. Das ist toll.
Kennt ihr eigentlich das TOC, das Turtle Operations Center? Oh, ich, ja. Unsere Schildkröte vom ZERT hat tatsächlich Post bekommen und sie hängt ganz... Wieso hat denn das ZERT eine Schildkröte? Eine lebende? Zur Beruhigung. Eine lebende, ja. Wir haben hinter dem Zelt haben wir sogar mit Livestream inzwischen, dank VOG. natürlich. ZERT Twitter, da ist der Link drauf und man kann der Schildkröte zugucken. Das ist das Turtle Operation Center. Ja, das ist das TOC. C3 TOC. Ich hoffe, dass das... Was sagt das Train Operation Center? Das ist ja C3 TOC. Ich hoffe, es kommen keine Wespen an. Nein, C3 TOC ist Troll Operations. C3-TOC. Okay. Tatsächlich. Rupert. Ja. Rupert heißt er. Genau. Sehr schön. Rupert hat Post bekommen. Tatsächlich. Und das ist tatsächlich auch das Naheste, wie ich an die Postengel rangekommen bin. Oh, da beugt sich gerade jemand über Rupert. Ich hoffe, er landet nicht in der Suppe. Ja. Also wenn wir hier mal den zweiten Screen nochmal aufmachen können, dann können wir uns mal Rupert mal kurz anschauen. Das endet in einem Desaster. Wahrscheinlich, aber... Jetzt brauchen wir ja keinen Ton. So ist das so delayed hier alles. Rupert Leaks. So, und das soll jetzt live sein? Du bist aber sicher, dass dieser Mensch im Bild da auch zugestimmt hat? Klaut er die gerade oder keine was Ahnung. Macht er mit dir? Aber hier strömt ja auch nicht wirklich. Wahrscheinlich geht das wieder alles nur mit an. Buffering. Starte doch nochmal neu. 36, 2 Minuten alt. Ja, was soll ich machen? Ich kann es nochmal laden. Aber einfach laufen lassen. Live Crime. Ja. Geht wahrscheinlich nicht mit Apple. Gibt es schon livecrime.fehlkauf? Steigen Sie jetzt ein. Nur hier die echten Turtles. Das scheint mir echt ein gutes Businessmodell zu sein. So, habt ihr noch Wünsche und sonst irgendwelche sachdienlichen Hinweise? Hier liegen noch Sticker rum. Ja, genau, wir haben noch Sticker zu verschenken. Und? In Farbe und bunt. Und eckig und rund. Ja. Soße und scharf, wir wissen das. Sonst nichts? Nö. Gut. Dann würde ich sagen, wir leiten mal das unvermeidliche Ende ein. Das war früher aber mal länger. Was? Aber damals gab es auch noch Getränke. Ich glaube, Tim möchte heute nicht mehr über Max reden. Früher gab es was? Getränke? Davon weiß ich nichts. Stimmt. Und Melamette. Und Eis. Es gibt aber auch keine Räuspertaste. Sehen wir uns auf dem Kongress, oder? Genau, dann sehen wir uns auf dem Kongress und ihr hört uns natürlich irgendwann in den nächsten Wochen wieder, wenn wir wieder Freakshow machen. Das war die etwas trollige kleine Ausgabe hier vom Camp. Und alle waren da, ist das nicht toll? Alle waren da. Danke. Well, that's what we have for you today. Thank you for coming. And we'll see you soon.